Und damit herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Doomsday, willkommen zurück zu einem Let's Play von mir. Dieses Mal hoffentlich funktioniert alles im Vergleich zu gestern. Und ja, willkommen zu meiner ersten Let's Play Session zu Call of Duty Modern Warfare 2, der Early Access für die Kampagne, weil Release ist ja erst nächste Woche Freitag. Und ich möchte mir mit euch jetzt die Kampagne angucken. Also, legen wir los mit Call of Duty MW2, der Kampagne. Und ich werde natürlich nochmal von vorne anfangen, weil gestern war mein Mikrofon etwas stumm, war doof. Das hoffe ich mal, ist jetzt besser. Ich schaue nochmal nach. Ja, mein Mikrofon schlägt aus, also bin ich zu hören. Was schon mal gut ist. Dann würde ich sagen, legen wir los mit MW2. Kampagnenvorabzugang, wir wollen ein neues Spiel. Ja, Soldat, let's go. Introzeit. Al-Masra. Vorab auch noch eine kleine Ankündigung. Heute Abend wird es noch einmal einen Stream geben. Im Koop mit Venom zu Gotham Knights. Aber jetzt, Call of Duty. Gold Eagle Shadow 1 ist feuerbereit. Wir verlieren hier Zeit. Verstanden, Grace. Moment. Laswell, haben wir Bestätigung? Watcher 1 an Bravo 07. Bist du in Position? Fast da. So, jetzt sind wir im Spiel. Ach ja, und natürlich auch willkommen an die YouTube-Zuschauer, die das dann später auf YouTube schauen. Und ja, guckt es euch an. Im Vergleich zur Beta hat sich die Grafik sehr stark verbessert. Das ist General Gobrani. Er ist pünktlich. Das muss man ihm lassen. Jetzt drauf da, finden wir heraus, was der mitten im Nirgendwo vorhat. Ich hoffe, die Lautstärke vom Spiel ist in Ordnung, aber sieht gut aus. Also, weiter am Text. Ey, wie lange der Stream geht, das weiß ich noch nicht. Aber er wird eine Weile gehen. Das Spiel soll ungefähr 6 bis 7 Stunden gehen. Ich denke mal mit 3 Let's Play Sessions, vielleicht auch 2, bin ich durch. Also schauen wir mal. Ist im Visier. Was siehst du? Viele Fahrzeuge, viele Soldaten. Bewaffnete Einheiten, Panzerwagen und Hardware. Alles russisch. Was zur Hölle wollen die Russen mit Gorbani? Sie versorgen den Iran. Waffenhandel. Haben Sie das, Shadow 1? Bestätigt. 2 Fliegen, 1 Klappe. Wir müssen Gobrani verifizieren, bevor wir das durchziehen. Ghost, kannst du den General identifizieren? Bewaffnete Eskorte um einen VIP. Die Russen freuen sich sehr, ihn zu sehen. Wird das letzte Mal für Sie sein. Ghost, hast du Gobrani identifiziert? Ja, der da. Ich sehe General Gobrani. Verstanden. An alle Einheiten, Ziel bestätigt. Shadow 1, Sie haben grünes Licht für den Start. Verstanden, wie gesagt, der Anfang ist für mich jetzt nicht blind. Du bist in der Gefahrenzone. Das wird ordentlich knallen. Amsterdam? Freigabe. Oh, eine gute Szene. Schickt sie. An alle Einheiten, Shadow 1. Rakete bereit zum sofortigen Abschuss. Bereithalten für Start. Koordinaten drin. Ziel zugewiesen. 2, 1, Schuss! Rakete ist unterwegs. Das ist echt cool, dass ich selber steuern darf. Manuelle Stabilisierung. Rakete auf Kurs Nordost bei 065 Grad mit Mach 3. Höhe 500 Meter. Das ist das richtige Fenster. Beibehalten. Check, komm scharf rein. Auf Einschlag vorbereiten. Zeit bis zum Ziel. 5 Sekunden. Eliminierung in 3, 2, 1. Das hat diese Scheiße. Treffer. Ziel zerstört. Modern Warfare. Herein. Laswell. General Shepard. Ich kenne diesen Blick. Sind wir im Krieg? Das wüssten Sie bereits, Sir. Stimmt ganz genau. Was haben wir? Wir haben etwas zu Gobranis Stellvertreter. Hassan Ziani.
Die Quds-Brigade. Aktuell verantwortlich für den Iran. Und versorgt Terroristen. Währung, Waffen, Daten. Er ist ambitioniert. Er ist gefährlich, Sir. Er will Vergeltung für den Gorbrani-Anschlag. Er plant etwas. Wir haben keinen Zugriff im Iran. Er ist nicht im Iran, Sir. Er ist gerade in Al-Masra. Was zur Hölle sucht er in Al-Masra? Nur einen Weg, das rauszufinden, Sir. Holen wir ihn uns. Wann? Was sagt Ihre Uhr? Wen schicken wir? Start in 5 Minuten. Roger. Die Marines laden jetzt ein. Sie und der Sergeant übernehmen die Leitung. Der Sergeant? Soap McTavish. Holen wir uns diese Bastarde, LT. Das wird klasse. Ach du Scheiße. Ghost, hören Sie? Ja, Sir. Probleme? Negativ, Sir. Ende. Luftschläge treffen feindliche Stellungen bei Al-Masra. Die Aufklärung meldet, Al-Katala zieht seine Kämpfer im Tal zusammen. Sie müssen dort irgendwas beschützen. Laut Überwachung sichern die Soldaten 3 Gebäude. Vielleicht ist Major Hassan da drin. Ghost und Soap führen eine Marine-Spezialeinheit an, um Hassan noch heute Nacht zu erwischen. Ein Hubschrauber bringt 2 Teams an separaten Punkten nahe am Zielgebiet rein. Bravo-Team, sichert und durchsucht Gebäude 1 und 2. Alpha-Team, Gebäude 3. Alle Schützen haben Feuerfreigabe. Aber wir brauchen Hassan lebendig für ein Verhör. Eine Sache noch. Major Hassan ist Al-Katalas Rückgrat. Die würden ihr Leben für ihn geben. Viel Erfolg. Bravo-Team geht hier raus. Alpha-Team bleibt an Bord und landet weiter weg. Beide Teams treffen sich in der Mitte. Denkt daran, wir wollen Hassan lebend. Nur im Notfall töten. Beeilung. Razor 1, Bravo-Einheit abgesetzt. Auf nur sekundär. Wir haben ein Ziel. Aber alles gut. Bin nur ein bisschen verrutscht jetzt. Hey, hier bin ich. Nachtsichtgerät, natürlich. McTavish, zu mir. Bin da, Boss. Achtung, Razor 1 ist erfasst. Stehen unter Beschuss. Beschuss, Täuschkörper! Scheiße, das war knapp. Zweite Rakete! Razor 1 stürzt ab! Wir schützen ab! Alpha, Lagerbericht. Alpha, komm! Alpha ist bewegungsunfähig! Kritische Treffer! Scheiße, wir stehen unter direktem Beschuss! Alpha, wir rücken zu Gebäude 1 vor. Durchhalten! Ghost, wir müssen die Absturzstelle sofort sichern. Zuerst Hassan. Das lenkt den Beschuss von Alpha. Danach sichern wir die Absturzstelle. Verstanden? Roger. Dann los. Wie gesagt, das hier ist alles für mich noch nicht blind. Erst ab Amsterdam. Ist mir dann aufgefallen, dass mein Mikrofon stumm war. War zum Gebäude vorrücken. Deswegen gibt's das heute alles noch einmal. YouTube ist es dann das erste Mal. Tür aufbrechen. Let's go. Durch. Oh, wir nehmen eine coolere Waffe. Erdgeschoss gesichert, keine Spur von Hassan. Verstanden, erster Stock gesichert. Roger. Kontakt, Gebäude 2. Die, dass wir hier sind. Ja, kaum. Was ist das? Meinst du? Hey, Arnold. Jetzt war's. An alle Bravos, zu Gebäude 2 vorrücken! Bravo, Raketenfeuer und Absturz
Stelle aus Gebäude 2, erster Stopp! Alpha, wir nehmen uns Gebäude 2 vor. Durchhalten! Sieben-Eins geht rein. Den Laser sieht man nicht wirklich, wenn es hell ist, ne? Wir gehen rein. Kontrollier deine Ziele! Das ist mir gestern auch schon passiert. Geh in den ersten Stock. 7-1 rückt vor den ersten Stock. Ich glaube, es war nicht. Alle lachen. Wir sind hier oben. Achi, dieses Couloir hat mich wohl bedroht. Bleib unten. Oh, was haben wir hier Schönes? Aber was für die ganz bösen Jungs. Mist, da ist einer im Flur. Ghost, feindlicher Raketen. Ich sehe nichts. Ich weiß, dass der andere an der Tür war. Will ich wirklich eine Frau umbringen? Ghost, das war's. Keine Spur von Hassan. Roger, auf zur Absturzstelle. Hab hier drin ein Video von Hassan. Hassan ist ihr Held. Wir brauchen einen neuen Helden. Müssen zum Tode verurteilt werden. Ah. Geh mal weiter. Alles in Ordnung? Ja, die Platte hat's aufgehalten. Haben die Alpha abgeschossen? Ei. Jetzt können wir die Absturzstelle sichern. Alle Bravos draußen sammeln. Ghost, Soap. Alcatala ist bestens ausgerüstet. Soap, wir helfen den Verletzten an der Absturzstelle. Der Rest von euch bleibt hier und gibt uns Deckung. Roger. Alpha 02, hier Bravo 07, Gebäude 2 gesichert. Wir stoßen zu euch. Alpha hat verstanden. Rechnet mit Kontakt. Alcatala erwartet uns. Verbündete! Gut euch zu sehen, Jungs. Fünf sind tot, einer verwundet. Nix mal was, gell? Komm hier schon. Hoch mit der Waffe! Recht gehabt, Lieutenant. Ja, da komm ich mit. Sind aber viele. Ich muss doch in meine Miet reinlaufen, Jungs. Was ist das? Was ist das? Fürs Erste. Die Baumgrenze im Auge behalten. Sie bewegen sich noch da draußen. 7-6 brauche luftnahe Unterstützung auf die Baumreihe. Wird erledigt. In Position, Männer. Das war's noch nicht. 07, Luftunterstützung in 3 Minuten. Verstanden. Luftnahe Unterstützung kommt. Hey, da ist Rauch an der Baumreihe. Ich sehe nichts. Ja, sehr ein Scheiß. Beschuss! In Deckung! Sie werfen Granaten! Kann ich auch. Ich werde Selbstmord gefährden, ey. Alles ruhig. Ich glaube, das war's erstmal. Alles gut, Soap? Alles gut.
2-3 ist getroffen. Er ist tot. 7-2, ich brauch dich hier oben. Schon unterwegs. Ghost, wir sollten zum Gebäude zurück. Negativ. Wir sichern die Position und rücken vor. Falls Hassan noch hier ist, dann vor uns. 7-6, funkt die Luftnahunterstützung an. Verstanden. Moment. 7, hier Kilo 01. Beschuss in einer Minute. Kilo 01 feuert auf alles vor unserer Position. Nahfeuer freigegeben. Roger. Scheiße, was jetzt? Lieutenant, gepanzerte Fahrzeuge nähern sich. Insgesamt 4. Spart Munition und lasst sie näher kommen. Da kommen sie. Zum Angriff bereithalten. Bereit machen. Mäht sie nieder. Vorne Mine. Luftunterstützung auf Station. Bereitschaft. 7-6, schickt einen Vogel für Verwundeten-Evakuierung. Roger. Macht euch bereit. Hassan ist noch immer das Ziel. Ei. Holen wir uns den Wichser. Alpha, du kommst mit uns. Verstanden, Lieutenant. Los, Bewegung. Mensch, machen wir keinen Stress. Ja, Herr Soap. Machen wir keinen Stress. So. Keine Ahnung, irgendwie will meine Kamera heute nicht so ganz. Bleib in der Nähe, Sergeant. Diese Fixer haben uns als Köder benutzt, oder? Die sind gut gerüstet und ausgebildet. Dank Hassan. Ei, du hast wohl recht, Lieutenant. Ob Hassan noch hier ist? Der Absturz war ihre Chance. Mal sehen, ob sie genutzt haben. Position. Wir gehen rein. Sichtkontakt bei Gebäude 3. Das ist unser Ziel. Hassan könnte da drin sein. Mann am Boden. Scharfschütze auf dem Dach. Runter! Scharfschütze tot. Verluste? 7-5 am Boden. Mehr Scharfschützen auf dem Dach! Schaltet sie aus! Wie zum Geier sehen die uns? Al-Katala hat Nachtsicht. Wir sitzen auf dem Präsentierteller. Hab noch einen! Guter Schuss! Gib uns Deckung, Klaus. Rücken vor! Al-Katala macht Druck. Wenn Hassan nicht hier ist, was zur Hölle dann? Ohne Luftunterstützung kommen wir hier nicht durch! 7-6, auf das Gebäude feuern! Ghost, wir wissen nicht, ob Hassan da drin ist! Wir haben keine Wahl! Trifft das Gebäude 7-6, aber zerstör es nicht! 701, fordere Beschuss auf das Gebäude vor uns an. Nicht einstürzen lassen! 7-6, verstanden, wir fliegen los! Dank für Luftunterstützung. Der Hassan ist noch in einem Stück. Mehrere Stücke tun's auch. Das erleichtert die Suche. An alle Bravos, vorrücken und das Gebäude sichern. Soap, rein da. Finden wir Hassan. Tot oder lebendig. Weg. 7-1, gehe rein. Zurück! Oh,
Verdammt! Harakiri, Mann. Prüf die Leichen. Wir müssen Hassan identifizieren. Ihr klar. Alle erledigt. Geh ins Erdgeschoss. Sieht irgendwer Hassan? Negativ. Keine Spur von Hassan. Negativ. HRZ-Sicht. Abschuss bestätigt. Negativ. Ja! Sprengstoffweste neutralisiert! Mein Gott. Los. Oh, was? Feind neutralisiert. Das war gemein. Rücken vor, Erdgeschoss. Unterwegs in den ersten Stock. Rücke vor zum ersten Stock. Und jetzt trotzdem nur die Granate auf einmal herkommen. Frag mich, ob es hier auch wieder irgendwelche Sachen zu finden gibt. Feind abgehakt. Wie bei Teil 1. Diese Akten waren es, glaube ich. Sowas gibt es bestimmt hier auch. Gleich die hier überall rum. Hallo. Einer weniger. Nee. Oh, warte, ich muss nachladen. Was? Meine Kameraden sind ja wohl die besten überhaupt, oder? Die stehen genau hinter mir und machen nichts. Überall rum. Ich werde erstmal nachladen, bevor ich da hingehe. Oder er macht das. Oh, frech hier. Einer weniger. Diesmal nicht. Da liegt er noch. Er war hier. Das ist eine verdammte Kommandozentrale. Sieh dich um, Soap. Hier ist was. Da, Hassans Uniform. Also war er hier. Haben ihn beim Sichern der Absturzstelle verloren. Soll das heißen, wir hätten nicht helfen sollen? Entscheidungen haben Folgen. An alle Bravos, hier draußen tut sich was. Bin unterwegs. Haben der jetzt echt vorgerannt, oder was? Du Arsch! Wenn Hassan weg ist, was zur Hölle beschützen sie dann noch? Finden wir es heraus. Mal den schnellen Weg. Was haben wir? Ein Lagerhaus. Rolltor ist offen. Hab drin was gehört. Verstanden. Sichern wir es. Aber Kontakt! Panzer mehr. Warte, das Nadel andauert eine halbe Stunde. Alles sicher. Durchsuchen. Finden wir raus, was sie verbergen. Über dieses Lagerhaus gab's keine Infos. Ah, ob ich irgendwas finde?
Sieht nicht so aus. Überprüf den Container. Ja, gleich. Ob ich noch irgendwas finde, aber dadurch, dass es im Prinzip das Tutorial ist, denke ich mal, wirst du hier eh noch nichts finden. Wahrscheinlich. Schauen wir uns doch mal an, was hier drin ist. Was verdammt ist das? Alles auf Englisch. Heilige Scheiße. Ballistische Raketen. Ein mobiler Werfer. Die fliegen 1000 Meilen. Locker. Wie kommt der Iran denn an solche Technik? 7-6, verbinde uns mit Laswell. Roger, Moment. Bravo 7-6, Charlie an Watcher 1, bitte komm. Hier Watcher 1, ich höre. Laswell, hier Ghost, wir haben etwas. Hoffentlich ist es Hassan. Ghost, sieh dir das an. Ghost, habt ihr Hassan? Negativ. Hier ist ein Waffenlager. Hassan hat Raketen. Amerikanische. 07, hier Gold Eagle. Wiederholen Sie das. Ich wiederhole. Hassan hat amerikanische Raketen. Okay, alle raus. Heute noch, wenn ich bitten darf. Raus! Wollen wir. Der Iran hat jetzt Raketen amerikanischer Bauart. Amerikanische Waffen in Al-Qatalas Händen. Hassan verteilt einfach so unsere Marschflugkörper wie Bonbons an Halloween. Und wir kriegen das nicht mit? Gib dem Iran glaubhafte Abstreitbarkeit. Abstreitbarkeit am Arsch, das ist die Handschrift vom Iran. Und ich will wissen, wie viele sie haben und wo sie sie einsetzen wollen. Wenn Hassan Raketen verschiebt, dann mit einem Partner. Nun, dann wäre es vielleicht klug zu wissen, wer das ist. Mein Team braucht 2 Stunden für die Raketen, Sir. Dann kenne ich jeden, der sie jemals berührt hat. Negativ. Sie werden zerstört. General, das sind wertvolle Daten. Das ist ein Geheimdienstversagen, Laswell. Es wird kein taktisches werden. Da werden 500 feindliche Soldaten vor Ort sein, wenn die Sonne aufgeht. Wir haben keine Zeit. Gold Eagle hier an Ghost. Evakuieren und Beschuss anfordern. Diese Waffen werden zerstört. Alles klar, Kommando. Amsterdam. Was zur Hölle hat Amsterdam damit zu tun? Ein Umschlagplatz für Schmuggler. Häfen und Kanäle sind ungesichert. Der Iran hat dort Freunde. Und wir auch. Wen? Den Captain. Right. Er verfolgt eine Al-Qatala-Zelle in diesem Moment. Und ich dachte, sie bringt mir heute nur schlechte Nachrichten. Ich kontaktiere ihn und kümmere mich darum, Sir. Kate Laswell wieder im Einsatz? Ich will das vom Tisch. Ohne Fehler. Sehe ich genauso. Kate, ich will den Kerl mit Schleifchen als Geschenk verpackt. Und bis dahin bleibt das unter uns. Natürlich, Sir. Mal schauen. Bist du da? Amsterdam. Knapp eine Stunde. Wo bist du jetzt? Kanal. Unter einer Brücke. Beobachte ein Al-Qatala-Boot. Befördert es einen Raketencontainer? Negativ. Das hier nicht. Hoffentlich führt es uns zu dem mit der Ladung. Ich melde mich. Gas. Alles klar? Bereit, Captain. Folgen wir ihm. Alles klar, Laswell in Position. Okay, John. Was hast du? Al-Qatala belädt hier ein Frachtboot. Das ist das Ziel. Geht an Bord und findet raus, mit wem sie arbeiten. Roger. Das Gelände wird bewacht. Nicht gerade wenig Leute. Ja, wir sind lauter Wachen an den Docks. Ihr müsst sie beseitigen und euch zum Boot begeben. An die Arbeit jetzt. Ende. Okay, trennen wir uns. Ich übernehme draußen. Du sicherst die Docks. Schön leise.
Wir treffen uns beim Boot. Das kann ich nicht versprechen. Dann los, Cap. Ob das leise wird. So, da haben wir zwei Leute. Schwimmen können wir natürlich auch, beziehungsweise tauchen. Gut gemacht, Boss. Noch einer beim ersten Pier. Ausschalten. Roger. Feind am Boden. Gute Arbeit, Sergeant. Er hat was für mich. Kämpfer, die noch leben, können Ärger machen. Leise ausschalten und zum Boot vorarbeiten. Erledigen wir das. Captain, ich habe eine Waffe. Kühlen Kopf bewahren. Bin oben. Bleib nicht so lange da oben. Da drüben sind noch welche und da hinten komme ich hier auch lang. Bei Price ist er hier lang gegangen. Ich darf nicht, okay. Ich muss übers Wasser. Willst du schimpfen? Dann, ob wir das sneaky schaffen. Ey. Scheiße. Achtung, die sehen dich. Ah, schon hab ich's verkackt. So viel zu sneaky. Erledigt. Weiter so. Die anderen? Da. Mein Messer daneben werfen. Naja, so viel zum sneaky Mission. Kontakt mit dir. Tauch ab und weg da. Oh. Kleines Arschloch. Gibst du noch? Alcatala hat noch ein paar. Feind am Boden. Bleib dran. Oh, ich brauche mal eure Pistole. Lagebericht. Arbeiten uns zum Boot vor und bestatten Alcatala auf See. Geht so schnell wie möglich vor. Wir haben vielleicht nicht viel Zeit, John. Alcatala erledigt. Perfekter Treffer. Gute Arbeit, Sergeant. Da ist noch einer. Da ist noch ein zweites Boot. Ich weiß gar nicht, wie lange man unter Wasser bleiben kann. Oh, die haben ja alle Schalldämpfer hier. Cool. War hier nicht noch einer? Gut, alles klar. Ging nie besser, Boss. Üben ist noch einer. Da ist einer am Dock. Erledige das und tauch wieder ab. Feind am Boden. Sehr gut, Gas. Hab noch einen. Bleib dran. Wir sind denn das, ey? Da sehe ich noch einen. Feuer. Gott verdammt! Sie wissen, dass du da bist. Wird der noch lebt? Auf dem Bier. Hau hart! Gas, abtauchen und auf neue Position. Nee. Das ist gut. Oh, verdammt nochmal. Sie haben dich entdeckt. Er ist tot. Mein Gott.
bleib wachsam. Check, bin fast da. Einer weniger. Bleib dran. Sicher. Ich glaube, das war's. Bin gleich da, Sergeant. Ja. Oh, ich dachte, da wäre vielleicht mal was Geheimes dahinter. Leider nicht. Du hast verschlossen. Mir nach. Laswell, wir gehen jetzt an Bord. Verstanden. Berichtet mir bitte. Roger. Ende. Hör mal. Spanisch. Klingt ganz so. Bereit? Kann losgehen. Er macht das alleine. Sieh mal, Las Almas, mexikanisches Kartell. Was verdammt machen die hier? Laswell, Iran nutzt ein Kartell für den Transport. Gib mir einen Namen, John. Las Almas. Hassan arbeitet mit den Narcos. Moment. Der kam. Ha! Ruhig. Noch mehr Kartell. Gibt nichts zu finden. Das? Ukraine? Wahrscheinlich. Der den Schuss überlebt hat. Sicher. Sein Telefon. Das Kartell trifft sich mit Alcatala. Laswell, such Café Gracht. Irgendwas passiert da gleich. Wann? Eine Stunde. Ich bin eigentlich genauso schnell wie gestern. Auf Twitch. Wenn man anders sagen, Kofi würde hässlich aussehen. Bravo 6 an Watcher 1. Bin im Café in Position. Zwei am Tisch auf 3 Uhr. Einer vom Kartell, ein Iraner. Wie gemütlich. Was treiben Sie? Eine Transaktion durchführen. Elektronisch. Positiv. Das Kartell kriegt für irgendwas Geld. Finden wir heraus, wofür. Wachen? Mehrere. Die knöpfe ich mir vor. Hab nicht den ganzen Spaß alleine. Verstanden. Komm in deine Richtung. Ich weiß gar nicht, ob man den Gas auch im ersten Teig. Nicht tödlich. Es setzt sie nur außer Gefecht. CIA-Scheiße. Willkommen in meiner Welt. Benutzt die Nadel für die Wachen und wir verpacken unseren Freund. Und du? Ex-Phil. Sag wann. Roger. Nicht vergessen, ich habe auch Teil 1 auf meinem Kanal, Let's Play. Guckt euch gerne an, falls ihr den ersten Teil nicht kennt. Wann brechen Sie auf? Heute Nacht. Bleib an ihm dran. Wir müssen wissen, was es ist und wohin es geht. Verstanden. Der Versuch von Raytracing, ha? Weiß gar nicht, hat das Spiel überhaupt Grafik? Tiefenschärfe, Sichtfeld. Ja. Nicht so aus. Egal, sieht trotzdem hübsch aus. Moment. Zwei Kartellwachen am Ende der Brücke. Hab Sichtkontakt. Halte deine Waffen versteckt. Mal sehen, ob sie sich aufteilen. So, bis hierhin bin ich gestern ungefähr gekommen. Ab jetzt ist für mich alles blind. Okay, einer geht. In meine Richtung. Ich folge ihm. Ich nehme den auf der Brücke. Unterwegs. Fällt die Wache beim Kanal leise aus. Hab ich. Bin da. Hey, langsam, Kumpel. Einer zu viel, was? Wache ausgeschaltet. Brücke ist sicher. Okay. Gute Arbeit. Bei mir sammeln. Watcher 1. Die Fracht ist menschlich. Ein VIP unterwegs in die USA.
mehr, John. Major Hassan Ziani. Himmel. Das heißt, er ist in Mexiko. Also können wir ihn noch aufhalten? Wir müssen unseren Kartellfreund auf ein Gespräch holen. Wenn Hassan eine Rakete auch nur in die Nähe der USA bekommt, gibt es Tote. Was ist der Plan? Da sind überall Wachen bei ihm. Das Gebiet ist noch nicht erkundet. Es könnte weitere Wachen geben. Wir haben keine Zeit, die Gegend zu inspizieren, John. Wir brauchen eine Ablenkung. Ich habe eine Idee. Treffen beim Café, Gas. Komm mal. Gas, du bist zu nah an der Zielperson. Geh auf Abstand. Ah, ist ja gut. Nimm. Was zum Teufel ist das? Täuschgranate. Wird klappen. Zurück zu Laswa. Ziehen wir das durch. In die Gasse rein. Sobald Panik ausbricht, wird das Kartell ihn wegschaffen. Da komme ich ins Spiel. Auf dein Zeichen, Gas. Keine Ausrüstung. Ah. Das wird laut in der Hand. Gas, die Wachen kommen. Schalte eine aus. Ich nehme die andere. Roger. Die Wachen sind erledigt. Bin unterwegs zu dir, Captain. Beeil dich. Ich besorge Evakuierung. Wir treffen uns bei der Brücke. Ich übernehme. War die Pistole jetzt klug zu nehmen? Schnauze. Mitkommen. Glaub ja. Watcher 1, Paket gesichert. Sind unterwegs zu dir. Bestätigt. Hotel, hinter uns. Deckung, Sergeant. Watcher 1, wir werden beschossen. Oh. Ein Feind ist südlich von uns. Kommt aber schnell. Watcher, ETF. Wir treffen uns bei der Brücke. Ich übernehme. Schnauze. Mitkommen. Watcher 1, Paket gesichert. Sind unterwegs zu dir. Bestätigt. Kartell hinter uns. Deckung, Sergeant. Watcher 1, wir werden beschossen. Drei Feinde südlich von uns. Verstanden. Ich komme. Achtung, die Polizei ist auf dem Weg. Noch 3 Minuten. Sicher. Gas, bring die Spritze. Ja. Spritze. Hoch mit ihm. Watcher. Zeit zu gehen. Okay, unterwegs. Okay. Rein mit ihm. Gut gemacht. Du auch. Wir müssen wissen, wohin sie Hassan bringen und ihn abfangen. Wir wecken ihn auf und plaudern mal. Wird er reden? Ich kann sehr überzeugend sein. Colonel Vargas. Stacy Laswell. Ich dachte, wir wären schon beim Du. Das muss ernst sein. Ist es. Ich brauche Hilfe, Alejandro. Ich höre. Das Las Almas-Kartell schmuggelt einen iranischen Terroristen über die Grenze. Laswell, Terroristen kommen nicht über die Südgrenze. Wir wissen das, Sie wissen das und genau deshalb machen Sie es. Wir müssen das verhindern. Wer ist mein Ziel? Major Hassan Ziani. Okay, wann? Heute Nacht. Ich habe eine Drohne angezapft, aber alles im Blick. Da unten tut sich was, Alejandro. Migranten sind im Wasser. Der Grenzschutz ist ausgerückt. Narcos nutzen Migranten als Ablenkung. Sie könnten gerade Hassan wegbringen. Okay. Ist das FBI involviert? Eine Stunde entfernt. Momentan liegt alles bei euch. Bereithalte. Rodolfo, vergiss diese Migranten. Das Ziel bewegt sich. Sie sind wohl in einem Boot über den Fluss. Suchen wir es. Gute Idee. Wir sind dran, Watcher. Alejandro, lass Hassan nicht über die Grenze. Verstanden, Ende. Kommt er rüber, ist das die Zuständigkeit der USA. Dann müssen wir das wohl verhindern. Die beiden sind neu. Bin ich gar nicht. Oder? Ich weiß es nicht. Sie, Colonel. Da, Nordseite. Das ist der Boot. Stopp hier. Wolf.
vorbei. Scooter. Das Kartell verlädt Hassan schnell. Wir kriegen sie noch, bevor sie drüben sind. Entendido. Die Mauer ist vor uns. Bereit machen. Das Las Almas-Kartell kooperiert mit dem Iran. Das ist neu. Und wenn Hassan rüberkommt... Taktikänderung. Mal erwähnen, dass die Grafik echt hübsch ist. Für ein Call of Duty? Weg. Ich zähle 4 Feinde. Ich sehe Hassan auf der Mauer. Mirda, er ist rüber. Wir dürfen ihn nicht verlieren. Wir müssen eingreifen. Despejado. Despejado. Watcher, das Ziel ist rüber. Er ist auf der Flucht. Wir folgen ihm. Colonel, das ist nicht ratsam. Sie haben dort weder eine Vollmacht noch Personal. Ich weiß. Machen Sie dem FBI Druck und kontaktieren Sie die örtliche Polizei. Ende. Wie die Lade hochkriegt. Sichtkontakt! Negativ. Er ist weg. Dann verfolgen wir ihn. Na los. Oh, war leicht, über die Grenze zu kommen. Das Kartell wird ihn zu einem Lagerhaus in der Stadt bringen. Wir müssen es finden. Roger. Hassan hat hier mehr Freunde als wir. Pass auf. Ihre Hunde. Hey, lauf das mal in Gang, verdammt! Hier ist der Mate, Gringo. Entonces retrocede. Hassan will hier entlang. Komm. Da draußen ist jemand. Diese Wichser. Oder gar? Hey! Spezialeinheit! Bleiben Sie bitte drinnen! Zwei zum Beruhigen, okay? Der Campo está libre. Muévete! Das Haus an der Ecke. Entendido. Sichtkontakt. Mach auf! Ich gebe Deckung. Was ist euch denn hier? Sargento. Geh an die Tür. Spezialeinheit! Spezialeinheit! Willst du auch? Runter mit der Waffe! Ernsthaft? Unnötig. Spezialeinheit! Spezialeinheit! Willst du auch runter Mann? Mit der Waffe? Nicht. Treten Sie zurück. Okay, sofort. Nicht schießen! Nicht schießen! Die Männer, die hier durchkamen, wo sind die hin? Die sind da lang! Rodolfo, los geht's. Hassan ist weg. Wir müssen los. Ja, das war gut. Watcher, wir sind an der Ecke Flores und Barajas. Ziel bewegt sich westlich zu einem Lagerhaus. Verstanden. Ich schicke die örtliche Polizei. Roger, Ende. Oigan, está por allá! Oigan, los veo! Kartell patrouillieren! Schalte sie aus! Den Bahnhof, ey. Alles sicher. Despejado. Schau, nehme ich mal mit. Lang. Alles klar? Es ist nichts. Und du? Alles gut. Hier los. Hassan könnte alleine sein. Nicht lange. Spezialeinheit runter! Zum Teufel! Verschwindet aus meinem Haus! Ich will dir nichts tun. Ich suche jemand anderen. A la verga, bewache sie! Der Mann, der eben hier durchkam. Wo ist der? Geht mit euch ab. Ah, mierda. Watcher, schicken Sie Hilfe. Ein Zivilist ist verletzt. Rodolfo, auf geht's. Selbst schuld. Roger, welches Haus ist das Ziel? Fang mit den zweistöckigen blauen an. Okay. Das Überwachungslicht ist gerade ausgegangen. Lokale Polizei. Tu einfach, was sie sagen. Wir klären das. Scheiß Waffen fallen lassen. Sofort. Tu gefälligst, was ich dir sage, oder ich knall dich ab! Kapiert? Vortreten!
Ich will deine leeren Hände über dem Kopf sehen! Colonel Alejandro Vargas, Spezialeinheit, wir verfolgen eine Terroristin. Gomez, warte. Das sind Ihre Leute. Ist schwierig, euch vom Kartell zu unterscheiden. Wo ist euer Verdächtiger? Wir haben ihn zugelassen. Boah. Der Raketenwerfer her. Ich weiß gar nicht, wie ich eine Pistole in der Hand habe. Wir müssen los! Da kommen noch zwei. Greif an, wenn sie nah genug sind. Alter. Wie schnell man hier drauf geht auf dem Schwierigkeitsgrad, ist ja der Wahnsinn. Diese sind dann auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Eine Kugel ist tot. Wir müssen los! Da kommen noch zwei. Greif an, wenn sie nah genug sind. Wow, was soll ich denn gegen einen Raketenwerfer machen? Hat's in sich. Wir müssen los! Da kommen noch zwei. Greif an, wenn sie nah genug sind. Komm was von dem weg, ja? Versuch das Innere. Ich versperre die Ausgänge. Hätte mehr sehen müssen, die Waffe. Aber hat ja funktioniert. Geh rein. Ich übernehme die Außenzeit. Enthalter. Erst gucken. Dann schießen. Oh, nochmal. Da kommen noch zwei. Greif an, wenn sie nah genug sind. Mach doch mal was, Kollege. Usa. Wir müssen los! Aber das ist wohl eben dabei. Greif an, wenn sie nah genug sind. Die treffen können. Mal hier Vollautomatik hier. Ich versperre die Ausgänge. Oh, oh, was war das? Dann nehmen wir die. Hier rein. Dann nehmen wir die Außenseite. Ja, über die Garage rein. Entranter. Und Granaten. Ja, aufpassen, auf wen die hier schießt. Guillermo, Polizia! Na? No disparen, no disparen! Ach, da auf Flüchtige. Das gesehen. Über die Waffe greifen. Ed? Was denn? La Muerte hier. Lokalisieren Sie Hazard. So nicht, mein Freund. Geh in den ersten Stock. Tür Nummer 1. Bödel. Ja, dann Tür Nummer 3. Der ja. Nein.
schlecht. Verbrennt alles. Weißt du, wer ich bin? Du bist ein Terrorist, Pendejo. Ich bin Soldat. Und hier, um zu kämpfen. Nein. Lasst ihn brennen, wie Gorbrani brannte. Hey. Hey, ich geh rauf. Wie ist dein Status? Rodolfo, ich geh jetzt rein. Coronel, nicht. Ich komme nicht raus. Rodolfo, wo bist du? Hör zu, Hassan ist nicht hier. Wie es aussieht, bringen sie ihn weg. Rudi! Etwas überquert den Atlantik. Es ist ein Schiff. Es liefert irgendwas. Halt durch, Bruder! Ich hab dich! Okay, mach schnell da. Ich gedacht, wir würden den jetzt verlieren. Hassan steht wieder in Las Almas unter Kartellschutz. Mexikanische Spezialeinheiten haben bestätigt, Hassan schafft was Großes Richtung US. Es könnten Container mit Raketen sein. Wir wissen nicht, wie viele und kennen die Ziele nicht. Deswegen müssen wir Hassan fangen und zum Verhör bringen. Wir schicken Soap und Ghost mit der nötigen Unterstützung, um sich den mexikanischen Spezialeinheiten anzuschließen. Wir können keinen Krieg in Mexiko starten, General. Natürlich nicht. Ich beauftrage Philip Graves und seine Shadow Company Söldner als Unterstützung. Mit ihren Einsatzregeln können wir das leichter durchziehen. Verstanden, Sir. Finden wir Hassan. Alejandro! Sergeant McTavish! Nenn mich Soap! Lieutenant! Lass mal, sagt alles, sage ein Ghost. Eigentlich glaube ich, es wäre ihm lieber, wenn... Das ist wenn... genug. Willkommen in der Stadt der Seelen. Ich war noch nie in Mexiko. Das ist nicht Mexiko. Das ist Las Almas. Shepards Auftragnehmer kommen als Verstärkung. Sie bringen Hardware. Sie brauchen Platz. Meine Basis gehört euch. Gut. Wo ist Hassan? Kartellunterschlupf. 10 Kilometer. Steigt ein. Ramon, wo man sie? Da jetzt! Das ist mein Stellvertreter, Sergeant Major Rodolfo Parra. Le tengo miedo a los fantasmas. Kannst du Spanisch? Nein. Das wirst du. Meister Truck, 4 Bewaffnete. Hey, tranquilo. Ruhig. Das ist normal hier. Waffen auf der Straße sind Sache der Polizei. Wo ist die Polizei? Nun, Las Almas hat ein ernsthaftes Problem. Nur noch wenige hier vertreten das Gesetz und wer sich gegen die Korruption stellt, verschwindet. Was ist mit dem Militär? Unsere Ausbildung ist gut, also rekrutieren die Narcos-Soldaten. Und euch nicht? Wir sind vom hier. Wir sind los Vaqueros, die Cowboys. Wir lieben die Stadt. Wir würden für sie sterben. Kinderwaffen und Ballons. Mal was Neues. Die Narcos wollen so die Leute für sich gewinnen. Sogar die Kinder? Ganz besonders die Kinder. Was steht auf den Tüchern? Narcomantas. Kartelldecke. Warnungen von El Sin Nombre. Markierung für San Revier. Die Straßen hier sind voller Tod. Wer ist Sin Nombre? El Sin Nombre, der Namenlose, der Anführer des Las Almas-Kartells. Wo finden wir ihn? Gar nicht. Keiner weiß, wer er ist. Aber er ist überall. Und das ist die Schwierigkeit. Aber los Vaqueros mögen es schwierig. Mit deiner Maske hast du gut hier rein, Ghost. Oje, cálmala. Kontrollpunkt von der Armee. Nach rechts, wir weichen aus. Wieso? Einige Truppen gehören zu El Sin Nombre. Wie ich sagte, er ist überall. Das Hotel versenkt Hassan in ein Dorf hinter dem Fluss. Hoffentlich ist er da noch.
von der Pavela-Map, ne? Teamführer, bei mir sammeln. Kopiadla. Feuerfreigabe, Vaqueros. Wollen wir sehen. Wo halten Sie denn Hassan? Weißer zweistöckiger Bau am Stadtrand. Okay, na dann. Todos los Víctors están listos. Tres, dos, uno. Entra, entra! Sicher, los! Zivilisten? Sind weg. Das oh, Kartell hat übernommen. Ist jetzt ein Unterschlupf. Guter Ort, um Hassan unterzubringen. Bewegung. Contacto! Alle mit das Vorrücken! Copiato. Zwei Red vor. Praktisch gegen die Wand zu schießen, oder? Ja? Kommst du nicht raus, kriegst du das. Sie sind am Boden. Vorwärts. Preparado. Das ist eine coole Map. Ich hoffe, die Map gibt es dann auch im Multiplayer. Ob ich dazu nächste Woche noch Video mache, weiß ich nicht. Aber könnte sein. Ja, mal schauen. Mir auch noch was übrig. Sicher. Sichere das raus. Dann holen wir uns Hassan. Das Kartell wird ihn schnell wegschaffen. Dann sind wir schneller. Achtung, wir sind bereit. Nimm die Tür. Tür, rechts. Arschloch. Sicher. Könnte überall sein. Hier nicht. Hier, du bist geblendet. Was schießt du? Kein Anzeichen von Hassan. Pech. Sicher. Was ist mit den Familien hier passiert? Das Kartell bringt Gewalt. Und sie fliehen. Hatte dich bereit. Immer ein Granatwerfer. Na? Warte. Víctor 2, ese es 1-1. Despliega humo. Estamos mudando al exterior. Copiado. Lanzando granada de humo. Wo ist deine Familie, Alejandro? Ich halte das geheim, Bruder. Zu ihrem Schutz. Wir haben Tarnung. Los jetzt. Mir Nasso. Hier haben sie Hassan versteckt. Restet mit Gegenwehr. Todos los equipos, listos para contención. Prepara para abrir brecha. Avanza, avanza. Brauche ich überhaupt noch was zu machen, oder? Sicher. Keine Ahnung. Erster Stock. Ach so. Sí, vamos. Gehen wir nach oben und holen Hassan. Wenn Hassan hier ist, dann in diesem Raum. Na komm. Boah, was? Die Sau! Dumm sind sie nicht. Lass rein. Warte. Noch nicht sicher hier. Aber jetzt. Sicher in den Raum. Ich gebe Deckung. Gib auf Nummer sicher. Wir haben Hassan in der Enge. Rein da. Kein Hassan. An alle Victors. Zielgebäude ist sicher. Negativ bei Hassan. Entendido. Sie müssen ihn verlegt haben. Wann? Vor kurzem. Kurz einhalten, seine Flagge. Er war hier. Alejandros Infos waren gut. Kommandante, die Armee kommt. Scheiße. Was ist los? Die Armee. Wir kriegen Verstärkung. Negativ. 03, Rückzug, sofort. Verstanden. Was sollen wir tun? Meine Männer decken. Sie sind sicher, rücken wir ab. Du meinst wir gegen die scheiß mexikanische Armee? Nicht direkt. Diese Truppen arbeiten fürs Kartell. Sie helfen dem Kartell, Hassan zu beschützen. Das wird jetzt interessant. Nicht feuern. Wir verschanzen uns, bis meine Männer sicher sind. Mehrere Fahrzeuge, Truppentransporter, leicht gepanzert. Nicht feuern! Lasst sie rankommen. Ich könnte aber jetzt mehrere auf einmal erwischen.
Panzer! Auf die Helme, Schilder! Die sind schwarz! Sie setzen die Schilder ein! Benutzt Granaten! Ich bin Granatenwerfer ab. Granate, Jungs! Ein Versteck sammeln. Okay, meine Männer sind sicher. Dann müssen wir los. Rüstung, hier lang. Es gibt Chaos gewesen, oder was? Die Armee ist direkt hinter uns. Copiado, sind unterwegs. Den Hügel runter. Wir schütteln sie in den Bergen ab. Hausschwärmen und in der Nähe bleiben. Die alte Route? Rodriguez! Was ist das? Die Armee hat uns! Deckung, Deckung! Wo wurdest du getroffen? Mit dem Panzer. Alles gut. Oh, ich sollte mal die Seite wechseln. Ich hab noch ein paar Granaten, Jungs. Erledigt. Alles gesichert. Vorerst. Haben die Schüsse nicht von vorne? Los. Einfach nicht. Kennst du diese Pfade? Sehr gut, aber die Armee auch. Wir können keine Armee aufhalten, wir brauchen Evakuierung. Rodriguez, Evakuierung anfordern! Sie, Kommandante. Kontakt! Alle Schützen, ihr halten, Deckung beziehen! Sie, Koronel! Go, soap! Geht hinter die Schützen! Coole Mission. So was von Rodolfo gehört? Nein, kein Funkkontakt. Gut, da. Dann weiter. Hier durch. Die Berge blockieren den Funk. Ob dein Mann durchgekommen ist? Hoffen wir es. Wie lautet der Plan? Am Fluss ist eine Brücke. Dort evakuieren wir. Und wenn nicht? Kontakt! Raketenwerfer! Armee auf der Kammlinie! Scheiß Rüstung, ey. Und Nades. Hörp. Wieder lebt noch. Hörp. Ich hab sie. Jemand getroffen? Negativ. Wir können weiter. Versanden. Zu mir. Wir müssen wir springen! Schaffen wir das? Wenn nicht, serven wir, Hermano. Funktioniert. Mitch, Cabrón, wir sind nicht weit weg. Wohin jetzt, Alejandro? So, weiter vorwärts. Rodriguez, versuch's weiter am Funkgerät. Der Rest sucht nach Scharfschützen. Da der Vorsprung. Es gibt einen Weg den Berg hinauf. Weißt du was? Sie sind da draußen, glaub mir. Kommando! Hier, Victor 1. Hört ihr mich? Schöne Aussicht. Du musst runterspringen, Schaub. Ja, bin ja schon unterwegs. Victor 1 an Kommando. Hört ihr mich? Kommst du? Rodriguez, Funksignal? Negativo. Wir müssen zum Fluss. Hubschrauber. Gefunden. Escucha, hört ihr das? Da kommt ein Heli. Sie, sucht uns eine Schussposition. Wir überraschen sie. Wo geht es zur Brücke? Geradeaus, hinter dem Helikopter. Sie wollen uns am Weg abschneiden. Wir müssen an ihnen vorbei. Da ist keiner da. Noch nicht. Feuer frei!
Hört doch mal auf mit euren Granaten, ey. Ah. Feuer frei! Bleib mal hier hinten, okay? Ein Moment, ich werde gerade angerufen. Bis gleich. So, bin wieder da. Da wurde ich kurz unterbrochen. So, machen wir hier weiter. So. Warum stehen geblieben? Ach ja, Leute, killen. Wenn man trifft, der hat den Beste. Junge, wie haben gesagt. Headshot. Noch mal nicht so komisch. Sicher! Sicher! Okay. Den Hügel hoch! Es ist nicht weit zur Brücke! Mikrofon an? Ja, ist ein. Sollte mir nicht nochmal passieren. Haben. Aufpassen. Die Munition, ja, ein bisschen. Mal kurz Munition einsammeln, Leute. Wir sind unterwegs. Aber Granaten, für den Granatenwerfer haben sie leider nicht dabei. Okay, was habe ich eigentlich noch als Zweitwaffe? Eine P90. Was ähnliches. Saug den Hügel hoch, wir sind unterwegs zur Evakuierung. Ja, mach doch mal keinen Stress. Da ist die Brücke. Kein Sichtkontakt zur Evakuierung. Der Funk kam nicht an. Hijo de puta. Wir funken, wenn wir da unten sind. Da lang. Das ist aber mal ein weiter Weg. Spring runter, Sergeant. Sieht aber hoch aus. Okay. Passt auf, wo ihr hintretet. Oh, ich komm. Diese Klippen sind gefährlich. Du kennst den Weg. Haben damals die Schule geschwänzt und hier gespielt. Bis die Kartelle gekommen sind. Ja, die Narcos haben alles verändert. Ist hier runter. Ach nee, hier, lol. Los, weiter, Sergeant. Ich wäre beinahe da runtergesprungen. Wäre ich Matsche gewesen. Bewegung! Oh, ich lauf. Rodriguez ist tot. Verdammt guter Schuss, Kumpel. Wir haben einen Mann verloren. Die Armee verfolgt uns immer noch. Wir werden Boden gut machen. Bewegung, Sergeant! Aua. Ein Mann verloren. Du hast uns in eine Sackgasse geführt. Wir springen von hier. Verliere deine Waffe nicht. Du bist dran, Sergeant. Alles klar. Alles okay, Hermanus? Positiv. Soap? Atme noch. Den Fluss runter zur Brücke. Die Felsen als Deckung nutzen. An alle Einheiten, hier Victor 01. Hört mich jemand? 01, hören Sie mich! Erhole! Hören Sie mich! Was? Klingt amerikanisch! Du bist unter Wasser, kannst aber normal reden. Aber nicht überziehen wie ihr. Habe ich eine Strömung oder?
Schwimm doch mal darüber. Mensch. Ich wäre auch so schießen können wie hier. Kleine Strömung. Hinten. Ja, das nehmen, gell? Wenn ich besser ziehen können. Stulli. Mal jetzt weiter. Entlang. Los! Ah, hier hinter. Der Fluss bremst uns, Kumpel! Vorne wird es flache. Hör auf zu schießen. Fahrzeuge auf der Brücke! Sind nicht von uns! Scheiße! Die Armee! In Deckung! Wir müssen nicht hierbleiben und evakuieren. Gegen diese Panzerung richten wir ein Scheißhaus! Das ist richtig. Bam. Oh, da fühlt er wieder einen Helm auf. Hier ist Shadow 1. Greifen die Brücke nördlich eurer Position an. Nachfeuer! Wer zur Hölle ist das? Commander Grace, Shadow Company! Sie gehören zu uns! Bravo 07, geschossen, Treffer! Alle Einheiten, keine Feindbewegungen registriert, ihr seid sicher. Vorerst. Schön euch zu sehen, Jungs. Gleichfalls, Kumpel, da lang. Graves, wir haben ein Fluchtfahrzeug gefunden. Verstanden. Achtung, womöglich haben wir Hassan geortet. 2 Kilometer nördlich eurer Position. Das ist Kartellland. Sie haben dort eine Anlage. Alle rein. Los geht's. Ich fahre. Seid ihr bereit, Hassan zu schnappen? Mit Feuerschutz von oben? Tüten wir den Mistkerl ein, Graves. Verstanden. Wir stoßen unmittelbar zum Ziel vor. Shadow 1 Ende. War eine coole Mission. Na los, die Geschosse ins Rohr! Ja, Commander! Navigation, groß auf die Anlage! Roger. Offizier, eine Hand auf den Knopf, wir fangen gerade erst an. Verstanden! Pilot, Sie haben die Kontrolle. Vor Ort umkreisen Sie das Ziel und bringen uns ran. Sir! Funk, ich will General Shepard. Ich bin dabei. Shepard ist dran, Sir. Gold Eagle, hier ist Shadow 1. Hören Sie mich? Laut und deutlich, Shadow 1. Sprechen Sie. Ich musste Ihre Jungs retten. Zum Glück haben Sie Freunde ganz oben. Dafür sind Sie da. Und jetzt die gute Nachricht. Wir haben was. Zu Hassan. Sind im Anflug zur Zielposition. Wir holen uns den Bastard für ein kleines Gespräch. Das wollte ich hören. Berichten Sie, wenn Hassan im Sack ist. Alles klar. Ende. Alle Shadows herhören! Die Jungs da unten! Mexikanische Spezialeinheiten 141 sind jetzt eure Brüder. Sie gehören zu uns. Erledigen wir das, ja? Okay. Yep, yep. Ghost, hier ist Shadow 1. Wir sind jetzt über der Anlage. Warten auf Sichtkontakt. Shadow 1, Bravo 07. Wir markieren unsere Position mit dem IR-Laser. Over. Verstanden, 07. Das wird jetzt Spaß. Er wird eine bewaffnete Wache haben. Kartellschutz. Es gibt viele Verstecke. Graves bietet luftnahe Unterstützung. Wir sichern die Gebäude. Verstanden. Markierung setzen. Shadow 1, wir sind östlich der Anlage. Position. Aber bevor wir das machen, machen wir erstmal eine kleine Pause. Ja, ich mach kurz eine Pause. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn es heißt Luftunterstützung. Bis gleich.
Thank you.
Und da sind wir wieder. Willkommen zurück. Ich bin aus meiner Pause wieder da. Und wir machen jetzt genau da weiter, wo wir aufgehört haben, nämlich bei der Mission Luftunterstützung. Legen wir los. Ich bin gespannt. Warten ab. Bestätigt. CV, Verbündete sind mit IR-Laser markiert. Sichtkontakt bestätigen. Ich sehe noch niemanden. Shadow 1, Bravo 07, wir setzen IR-Markierungen. Habt ihr Sichtkontakt? Over. Sicht bestätigt. 07, Markierung bestätigt. Oder? Shadow 1, Achtung, Hassan ist mit einer bewaffneten Wache unterwegs. Ihr deckt außen, wir sichern die Gebäude, verstanden? 07, verstanden. Bewaffnete Wache. Wir sichern das Gebiet, damit ihr rein könnt. Bereithalten. Verstanden. Ich habe jetzt mal hinter mir ein bisschen mehr Licht gemacht. Oh. War zwar ein bisschen drüber, aber das sollte jetzt nicht so schlimm sein, oder? Boah. Geht, oder? Boah. Schauen wir mal. Irgendwie sehe ich hier gar nichts. Ich kenne den Bereich. Kenne ich den? TV, scanne nach Zielen mit einer bewaffneten Wache. Finden wir diesen Mistkerl. Ja. TV, scanne nach Einzelpersonen mit bewaffneter Wache. Da. Shadow 1, ein Truck verlässt die Stelle und fährt nach Westen. Bestätigt. TV verfolgt das Fahrzeug. Bestätigt. Verfolge ihn. Der Truck bewegt sich jetzt in südwestlicher Richtung auf dem Feldweg. Vor ihnen sind Unbekannte. Sieht nach noch mehr Bauern aus. Warte. Seht ihr irgendwelche Waffen? Negativ. Keine Waffen, keine Wachen. Verstanden. Scannt weiter. Der Truck hat gerade auf dem Weg angehalten. Shadow 1, wir haben Ziel im Gewächshaus nordwestlich von uns. Markieren jetzt. 07, keine Sicht auf das Ziel. Wie lautet der Befehl? Der Armee-Konvoi holt auf. Wir gehen rein. Wenn er flieht, nehmt ihn ins Visier. Graves, grünes Licht für den Außenangriff. Wir sichern dann die Gebäude. 07, verstanden. Haltet eure Köpfe unten. Alle Shadows, Freigabe für Angriff auf bewaffnete Einheiten. Nicht auf die Gebäude feuern. Verstanden, nur bewaffnete Einheiten. Nutzt 25 mm, um Kollateralschäden zu minimieren. Machen wir etwas Musik. Okay. Alle Shadows, Feuer frei. Oh, was waren Zivilisten? Für den Außenangriff. Wir sichern dann die Gebäude. 07, verstanden. Haltet eure Köpfe unten. Alle Shadows, Freigabe für Angriff auf bewaffnete Einheiten. Nicht auf die Gebäude feuern. Verstanden, nur bewaffnete Einheiten. Guter Einschlag. Ich liebe diesen Scheiß. Noch jemand? Da. Okay. Oh, der lebt noch. Nicht auf die Gebäude feuern. Hab ich ihn erwischt? Haben wir noch weitere Einheiten in der Gegend? Keine Aktivität. 07, alle sichtbaren Ziele ausgeschaltet. Over. Shadow 1 bestätigt. Wir sichern zuerst die Stelle. Markieren jetzt. Okay. TV, Verbündete markieren die Stelle. Sichtkontakt bestätigen. Ziel erfasst. 07, Markierung bestätigt. Grünes Licht, weiter. Shadow 1, wir bewegen uns jetzt. Wenn das Ziel abhaut, sagt uns Bescheid. Shadow 1 bestätigt. Soap, sichere die rechte Seite. Hi. Du bist ganz schön leise, kann das sein? Vorstoß. Machen Sie! Sie sind in der Studio, sind auf Zahlenmarkt!
Nico, der Bruder! Auf Flüchtige achten. Unbekannte kommen gerade aus den Ställen. Da unten sind eine Frau und ein Kind. Nicht schießen. Gerne nach Hasta. Negativ. Roger, Feuer von Zivilisten fernhalten. Feind getroffen. Graves, negativ für Hassan. Bereich ist trocken. Mehrere Fahrzeuge nähern sich von Süden. Feindliche Truppen bewegen sich auf die Stelle zu. Ghost, verstanden. Ihr müsst aus dem Gebäude raus. Geht's nach Norden. Roger, unterwegs. Graves, wir sind raus. Mach das Gebäude flach, jetzt! 07, verstanden. Nahfeuer. TV, grünes Licht für 50 mm. Brücke zum Gewächshaus im Westen vor. Weitere Truppen im Gewächshaus. An alle Einheiten. Dass jemand überlebt hat. Kontakt! Nicht schießen! Hassan könnte drin sein. TV, hast du Sichtkontakt ins Gebäude? Bestätigt. Sekunde. Kanalsicht. Greifen! Greifen! Nicht die Gebäude angreifen. Gewächshaus. Ups. An alle Einheiten. Bewaffnete im Gewächshaus. Kontakt! Nicht schießen! Hassan könnte drin sein. TV, hast du Sichtkontakt ins Gebäude? Bestätigt. Sekunde. Kein Sichtkontakt zum Ziel. Anscheinend nur bewaffnete Einheiten. Ghost, halt deine Leute zurück. Greifen das Gewächshaus an. Verstanden. TV, Freigabe, das Gewächshaus platt zu machen. Shadow 1, guter Treffer aufs Ziel. Wir rücken vor. Roger 07. Da lebt sogar noch einer. Wir sind am Arsch. Ausschalten. Wo steckt der Wichser? Er muss in der Anlage sein. Shadow 1, wann trifft dieser Konvoi ein? 07, Konvoi ist 6 Kilometer entfernt. Beeilt euch und sichert Exfiltration. Ich kontaktiere Rodolfo. Mach das. Graves, bereiten Exfiltration vor. Achtung, die Anlage ist unser letztes Ziel. Bestätigen. Bewegung in der Anlage. 07, bestätigt. Position halten, bis wir das Gebiet gesichert haben. Roger. Shadow 1, Truppenkontakt. Rakete Werfer. Feindliche Truppen nähern sich schnell. Shadow 1, Ziele sind beim Wasserturm. Na, ich dachte es mir, dass ich die erwischt, die Frau da. Wichser. Schade. Er muss in der Anlage sein. Shadow 1, wann trifft dieser Konvoi ein? Ganz schön gemein mit den Zivilisten. 6 Kilometer entfernt. Beeilt euch und sichert Exfiltration. Ich kontaktiere Rodolfo. Was rennt ihr hier auch rum? Graves, bereiten Exfiltration vor. Achtung, die Anlage ist unser letztes Ziel. Bestätigen. Bewegung in der Anlage. 07, bestätigt. Position halten, bis wir das Gebiet gesichert haben. Roger. Greifen! Greifen! Shadow 1, Truppenkontakt! Raketenwerfer! Feindliche Truppen nähern sich schnell! Shadow 1, Ziele sind beim Wasserturm! Was ist dein so Wasserturm? Den Wasserturm zerstören! Den Wasserturm ausschalten, sonst sind wir erledigt! Großer Zerwürf! Mann am Boden! Weiter schießen, Drake! Feuer! TV, ich will eine Feuerwaffe benutzen, dass die Hölle regnet! Mehrere Treffer, gleich nochmal! Schüsse, Graves! Nicht nachlassen! Dauert noch, bis ich nachladen kann. Da ist noch einer. Auf Aktivität achten. Die Mission sieht vielleicht einfach aus, aber so einfach ist die gar nicht. Sich nichts mehr. Wie ist euer Status? Ihm geht's gut. Die Kugel steckt im Panzer. Bestätigt. 1A Luftunterstützung. Naja. Verstanden, 07. Achtung, bis zur Anlage ist der Weg frei, aber das Tor ist versperrt. Verstanden. Verschafft uns Zugang, ja? Wir machen euch die Tür auf. Sekunde. Schütze! Guter Treffer aufs Ziel. Ghost, Tür ist offen. Ihr könnt weiter. Verstanden. Rücken vor. Feindliche Einheiten auf dem Hof. Gib unseren Leuten Feuerschutz. Guter Einschlag. Noch jemand? Keine Bewegung registriert. Verstanden. Wir rücken jetzt zum Eingang vor. Roger, wir sehen euch. Achtung, Konvoi ist 3 Kilometer entfernt. Beeilt euch. Bestätigt. Alejandro, was ist mit der Exfiltration? Noch 5 Minuten. Das wird knapp. Also dann tun wir's. Brechen durch.
Mannschaft identifiziert. Er geht nach oben. Graves, er verlässt den ersten Stock im Nordwesten. Zielperson möglicherweise identifiziert. Mehr feindliche Truppen auf dem Hof. Ja, das ist Hassan. Alle ausschalten. Er ist reingelaufen. Zielperson ist jetzt drin. Südwestliches Gebäude. Unsere Leute machen das. Deckung geben. Sichtkontakt zu Hassan. Shadow 1, wir haben Hassan identifiziert. Sind an ihm dran. Coole Mission. 07 Shadow verstanden. 1, wir geben Bravo euch Deckung. 07, Jackpot. Ich wiederhole, Jackpot. Zielperson in Gewahrsam. 07 verstanden. Wie steht es um die Evakuierung? Hier ist Victor 1-1. Evakuierung in 2 Minuten. Also eine Mission gibt's auch echt in jedem Korps, oder? Der Militärkonvoi nähert sich dem Einsatz. Zumindest im moderneren. Roger, an alle Einheiten. Achtung, der Konvoi nähert sich dem Zielgebiet. Bestätigt, Shadow 1. Gut beobachtet. Alejandro, wie geht's weiter? Sie gehören zum Kartell. Ihr habt Angriffsfreigabe. Shadow, bitte komm. Verstanden. An alle Shadows. Mexikanische Armee gilt als feindlich. TV, du hast Feuerfreigabe auf dem Konvoi. Lade nach! Bitte warten! Guter Schuss. Guter Angriff. Noch jemand? In dem Gebiet rührt sich nichts. An alle Einheiten. Keine Ziele mehr zu sehen. Ihr könnt fortfahren. Ich glaube, das war einer von uns. Ups. Lade nach! Die Gebäude angreifen. Ah ja, ist ja gut. Warte, das ist einer von In uns. In dem Gebiet ist. Rührt sich nichts. An alle Einheiten. Keine Ziele mehr zu sehen. Ihr könnt fortfahren. Okay, jetzt sehe ich auch das Blinken. Exfiltration ist auf dem Weg. Hätte sauberer laufen können, naja. Na los, na los! Wie man hier die Kontakte. Ihr habt keine. Halt die Schnauze! Dann werdet ihr zahlen. Immer zur rechten Zeit, Kanal! Hätte deinen Arsch nicht zurückgelassen. Exfiltration ist von Almeida. Wir könnten auf Widerstand stoßen. Wir haben Luftunterstützung, wir schaffen es. Das war's! Los! Shadow 1, Paket gesichert. Es geht zurück zur Basis. Köder auswerfen und an Land ziehen! So will ich das haben, Shadows! Oh, ich liebe diesen Scheiß! Und Funkverbindung zum General. Chef. Graves, ich höre. Gute Neuigkeiten? Und ob. Wir bringen ihn in diesem Moment in die Basis. Beeilung, wir können ihn nicht lange festhalten. Roger. Nähern uns an der Stadt im Norden. Warten ab. Das geht sogar noch weiter. Achtung, Verbündete haben auf der Straße gehalten. Alle Einheiten, was dauert denn da so lange? Shadow 1, Aktivität an der Tankstelle voraus. Könnte Kartell sein. Markieren jetzt. Okay, wir erkunden das Gebiet. Bereithalten. TV, wir brauchen Sicht auf die Tankstelle. Pronto. Sieht noch Sicht bestätigt. Aus. Navigation, Overlay-ID auf Tankstelle platzieren. OID platziert. Mehrere Unbekannte im Gebiet. Scan nach Waffen. Sieh, ob das Kartell Ärger will. Keine Waffen gesichtet. Nee. Mehrere Unbekannte südlich der Tankstelle. Da. Ist südlich, da. Sieht aus wie ein Markt. Okay, Overlay-ID platziert. Haben wir Feindaktivitäten? Negativ. Scheint alles sicher zu sein. Packen wir die Sache an. Alle Einheiten, keine sichtbaren Gefahren im Gebiet. Vorrücken! Shadow 1 verstanden, wir rücken aus. Rolfo, los geht's! Geht so friedlich. Alle Shadows, Bodenteam ist in Bewegung. Gebt ihnen Deckung. Da überquert einer die Straße. Was zum Henker treibt er da? Shadow 1, wir haben hier ein Problem. Geh aus dem Weg! Rodelo, fahr herum! Verbündetes Fahrzeug getroffen. Sie liegen bei der Kreuzung. Raus! Nicht schießen! Bewaffnete an der Kreuzung. Es
Ein verdammter Hinterhalt! TV an den Abzug! Schützt unsere Leute! Verbündete scheinen sich zu bewegen. Deckung! Deckung! Alle Einheiten nachfeuern! Erstattet Statusbericht, wenn möglich! Shadow 1, alles okay. Pulsieren verstanden. Colonel Wagner, wie lautet der Befehl? Das war die Große. Das wollte ich nicht. Bei der Kreuzung. Zivilisten im Gebiet. Bewaffnete an der Kreuzung. Der verdammte Hinterhalt. TV an den Abzug. Schützt unsere Leute. Verbündete scheinen sich zu bewegen. Deckung! Deckung! Alle Einheiten nachfeuern. Erstattet Statusbericht, wenn möglich. Alles okay. Keine Verluste. Hassan ist gesichert. 07 verstanden. Colonel Vargas, wie lautet der Befehl? 01, wir beziehen Stellung im Gebäude hinter uns. Over. Verstanden. Avanza. Verbündete betreten das Gebäude. Navigation, das Gebäude markieren. Sicher. Aufpassen. Zivilisten verlassen das Einsatzgebiet. Sie suchen das Weite. Besser für Sie. Ich glaube, die Mission zu schaffen, ohne Zivilisten zu treffen, dürfte gar nicht so einfach sein, oder? Kann das sein? Verbündete gesichtet. Auf dem Dach des Restaurants. Rodolfo, ruf die Helikopter! Cubiado, hier ist Victor 3-1. Er bitte sofortige Evakuierung. Aktuelle Position auf dem Dach des Restaurants in Olmeda. Im Osten, Aktivität auf dem Hügel! Raketenwaffe! Runter! Shadow 1, stehen unter Raketenbeschuss von Osten. Wir marschieren! Verstanden. Greifen an. Raketenwerfer gesichtet. Kartell bei der Kirche. Okay, also, Kirche. Ich kann das Kartell angreifen, aber nicht auf die Kirche feuern. Da könnten Zivilisten drin sein. SE-3-1 ist fast da. 5 Minuten. Alle Einheiten, die Felder sind unterwegs. 5 Minuten. Raketenwaffe. Getroffen. Guter Angriff. Runter! So geht das. Guter Schuss. Mehrere Kartellleute bei der Tankstelle. Fahrzeuge nähern sich aus Nordosten, beim Friedhof. Gut geschossen. Ah, da werde ich treffen. Kartell, Tankstelle. Finger vom Abzug. Jetzt ist Mondschießen hier. Kartell ist in der Nähe der Tankstelle. Shadow 1, nicht schießen, nicht schießen! Aktuell keine Aktivität. Bravo 07, Shadow 1. Alle Ziele in Sicht ausgeschaltet. Wieso? Achtung, Vorräte sind knapp. Munition sparen. Sergeant, Status? Hassan ist sicher. Und er ist immer noch ein Arsch. Und ihr seid so stumpfsinnig wie eure Kriegswaffen. Bravo 7-1, Erlaubnis Hassan das Maul zu stopfen erteilt. Alle Shadows, Fahrzeuge nähern sich dem Fußballplatz. Südwest. Beschuss! Südwest. Südwest! Ja. Der Fußballplatz! Verstanden. TV, diese Mörserstellungen angreifen. Mörser-Team ausgeschaltet. Guter Schuss. Feindliche Personen im Südwesten. Angriffsfreigabe auf alle. Guter Einschlag. Oh, das kam jetzt ein bisschen spät mit den Täuschkörpern, oder? Hassan ist sicher. Und er ist immer noch ein Arsch. Und ihr seid so stumpfsinnig wie eure Kriegswaffen. Bravo 7-1, Erlaubnis Hassan das Mordgestopfen erteilt. Alle Shadows, Fahrzeuge nähern sich dem Fußballplatz. Südwest, Mörser-Team ausgeschaltet. Ah, kommt.
Feindliche Personen im Südwesten. Angriffsfreigabe auf alle. Guter Schuss. Lade nach! Bitte warten! Guter Einschlag. Luftabwehr gesichtet. Östlich vom Fußballplatz. Ich hab doch nach unten gedrückt. Aber wahrscheinlich zu spät. Feindliche Personen im Südwesten. Angriffsfreigabe auf alle. Lade nach! Bitte warten! Guter Schuss. Luftabwehr gesichtet. Östlich vom Fußballplatz. Soldaten bewegen sich jetzt nach Nordosten. Alle Handro, wo ist die Evakuierung? Wir sind fast leergeschossen hier. Noch eine Minute. Militärfahrzeuge überqueren den Fußballplatz. Hubschrauber nähert sich aus Südwesten. Fußballplatz, ist Fußballplatz. Sie schicken alles, was sie haben. Wir setzen der Korruption an nur einem Nachmittag ein Ende. Noch drei Magazine. Ich hab noch zwei. Was leergeschossen? Haltet eure Messer bereit. Moriremos luchando. Wir werden markiert. Gegenmaßnahmen! Ich hab Hallo! Gegenmaßnahmen! Guter Angriff! Unser Nähe, gell? Rakete kommt auf die Täuschkörper raus! Täuschkörper eingesetzt! Das ist eine Mission, Junge! Scharf! Wir wurden erfasst! Boah, kein Ende hier, gell? Gut geschossen. So geht das. Hinten läuft noch einer rum. Jetzt nicht mehr. An alle Einheiten hier, Hatchet 3-1. Wir nähern uns von Südwesten. Noch 30 Sekunden. Hatchet 3-1, hier Shadow 1. Bestätigt, Verbündete auf dem Dach des Restaurantgebäudes. Die Landezone wird heiß. Wir bleiben auf Position und geben Deckung, okay? Verstanden, wir sind unterwegs. 3-1, Ende. Abschluss in 30 Sekunden. Verstanden. Luftabwehrteam, nördlich der Brücke. Scheiße, leer. Hier, das Letzte. Wir werden anvisiert. Luftabwehrteam zerstört. Grace, unser Ausgang wird von einem Panzerwagen blockiert. Erbitten Luftunterstützung. Die Fahrzeuge angreifen. Dann werden diese Penner kapieren, dass Hasse... Achtung, ihr Dürfte! Panzerfahrzeuge überqueren die Brücke! Mehr Panzerfahrzeuge über die Brücke. Nordseite. Shadow 1, Hatchet 3-1. Wir sind auf Position. 3-1 verstanden. Landesverbindung. Nähern sich eurer Position. 3-1 hat verstanden. Bravo 07, Evakuierung ist da. Hauptausgang des Gebäudes, sie warten auf euch. Shadow 1, verstanden, wir sind unterwegs. Los, stopp, Rudi, wir verschwinden, los! Okay, bin unterwegs. Gott sei Dank. Verstanden. Bravo 07, Landezone gesichert. Fortfahren. Verstanden, sind unterwegs. Alle rein! Ja, die Mission war nicht einfach. Das sollte eine Lehre sein, ja? Oh ja, Hermann. Wir werden markiert. Vollkörper eingesetzt. Ihren Ruf. Das bricht sich in der Dalmas rum. Hab Ihre Luftabwehr. 3-1, sind bereit. Shadow 1, Hatchet 3-1. Einheiten und Fracht sind gesichert. Kehren zur Basis. Jaha, 3-1, bestätigt. Shadows rücken ab. War gar nicht so einfach, die Mission. Aber gut. Aber jetzt eigentlich für morgen schießen, ne? Auf die Knie. Und, klarer Empfang? Kristallklar. Alles klar. Okay, wir sind live, Freunde. Sprichst du Arabisch? Nein. Farsi? Nein. Typisch. Dann spreche ich euer Bastard-Mittelalter-Englisch. Denn ihr seid alle ungebildete Hunde. Also, wir legen hier einen miesen Start hin, Hassan. Du redest mit einem Kurzoffizier. Du kommandierst eine fremde Terrororganisation. Das gleiche gilt für dich. Was ist euer Ziel? Offizier,
Was war das Ziel beim Beschuss auf mein Land? Na, vermutlich dein kleiner Arsch. Verlogen und unverschämt. Du wirst mich noch respektieren, wenn deine Nation brennt. Du spielst mit einem Kartell, Hassan. Und wenn du verschwindest, niemand wüsste, wo deine beschissenen Überreste sind. Ich wette, ihr würdet mich nur zu gerne foltern. Woher stammen die amerikanischen Marschflugkörper? Mir ist egal, woher sie stammen. Ich will wissen, wohin sie gehen. Sieh dich um, Hassan. Entweder gibt es eine Raubtierfütterung, oder du redest. Rede den nicht. Ich bin eine Geisel. Das ist illegal. Du bist ein Kriegsgefangener. Iran ist nicht im Krieg mit Mexiko. Ich breche keine Gesetze. Dieser Mann und seine Leute sind die Gesetzesbrecher. Du und dein geliebter General Gorbrani habt jedes... Sprich seinen Namen nicht aus! Ihr habt ihn ermordet und werdet dafür büßen! Allah wahdul khadir ala musa'adka! Ich will den Bastard entweder hinter Gittern sehen oder ganz, ganz tief unter der Erde. General, Hassan zu töten ist ein Kriegsverbrechen. Ihn festzuhalten illegal. Wir müssen ihn vorerst gehen lassen. Wow. Sagen Sie mir, Sie haben etwas Greifbares. Alles umsonst. Ich arbeite daran. Moment. General, lassen Sie mich das beenden. Mir wäre nichts lieber, aber Laswell hat recht. Ohne Beweise müssen wir ihn gehen lassen und beschatten. Wir haben ihn, das ist nicht Ihr Ernst. Leider doch, Junge. Wow. War was auf seinem Telefon? Positiv, ich habe was. Gut. Jetzt bringen Sie ihn zurück und lassen Sie ihn gehen. Na los, geh mir! Die Daten, die wir in Mexiko auf Hassans Handy gefunden haben, kamen von einer Funkzelle aus Spanien. Er hat mit irgendwem dort telefoniert, als wir ihn gefasst haben. Das Signal kam aus einem Bruthaus, das einem Schmuggelkartell gehört. Es liegt abgelegen vor der Küste. Gutes Versteck für illegale Fracht. Einschließlich Raketen. Wir müssen vor Ort nachsehen, ob die Raketen dort sind. Bilder zeigen 4 Gebäude und einen Leuchtturm. Wir müssen da rein. Alles wird aber vom Kartell bewacht. Das hohe Gras bietet natürlich Tarnung. Mit der richtigen Ausrüstung. Tarnanzüge. Genau. Snipen. Ich achte auf Aktivität an der Küste und warte mit einem Boot. Du solltest da draußen nicht allein sein, Kate. Einer ist keiner. Und 3 sind schon zu viel. Wir haben keine Befugnis, John. Keiner darf uns bemerken. Der Einsatz ist nicht autorisiert und höchst inoffiziell. Ich melde mich, wenn ich in Position bin. Finden wir diese Raketen, bevor Hassan sie gegen uns wendet. Diesmal keine Luftunterstützung. Lecker. Oh, sie macht mit. Oder steuern wir sie jetzt? Watcher 1 an Bravo. Bin in Position. Einen halben Kilometer vor der Küste. Gebäude erkennbar. Status? Wir sind in Schussposition. Sicht auf 2 bewaffnete Ziele versteckt im Feld. Grünes Licht. Ausschalten, wenn möglich. Roger. Warten. Gas? Kein Wind. 200 Meter. Snipen. Mein Zeichen. Also ein Feedback. Voll auf Tour. Bravo. Wie sieht's aus? Bravo, der Status? Treffer, Watcher. Okay. 2 tot. Sehr gut. Rückt vor und seht, was ihr rausfindet. Ich dachte, das wären jetzt unsere Leute. Mobile Patrouillen und ein Bodenteam vor uns. Visiere an, Sergeant. Sehen wir, mit was wir es zu tun haben. Ich sehe sie. Kartell? Vermutlich. Schleichen wir uns an ihnen vorbei. Mal sehen, was sie vor uns verbergen. Echt, ich hätte geschossen. Bleib unten zwischen den Gräsern. Wir müssen nicht kämpfen. Wo sind das nach oben? Oh, Herzschlagsensor. Ah, wir haben einen Rucksack auf. Cool. Watcher an Bravo. Wie sieht's aus, Jungs? Ist mal was Neues. Laswell. Kartellwaren im Einsatz. Irgendwas, wo eine Rakete drin sein könnte? Negativ. Verstanden. Weitersuchen. Ende. Warte, 2 links. Folge meinem Laser mit deinem Thermalvisier.
Sichtkontakt. Erledige ihn. Sein Freund gehört mir. Hab ihn getroffen. Saubere Schüsse. Vorrücken. Bleib bei mir. Bravo, hier Watcher. Wie ist euer Status? In der Nähe der Winterhäuser. Verstanden. Begebt euch zur Baumgrenze vor euch. Sie wird etwas Deckung geben. Bestätigt. Also ich kann jetzt schon mal sagen, dass die Kampagne hier mehr Spaß macht als bei Teil 1. Finde die echt gut. Bis jetzt. Moment. Da kommen Fahrzeuge. Siehst du das? Container-Truck. Ja, richtige Größe für eine Rakete. Folgen wir ihm. Geduld, Sergeant. Mehrere Kartellwachen können ihn sehen. Vielleicht teilen sie sich noch auf. Bravo an Watcher. Wir haben Transporter nördlich von unserer Position entdeckt. Einer transportiert einen Container. Könnten die Raketen sein. Verstanden. Deswegen sind wir hier. Ich folge der Küste für eine bessere Sicht. Dranbleiben. Okay. Ende. Tunnel unter der Straße. So kommen wir auf die andere Seite. Ja, nach dir. Kartelle und Terroristen. Komische Kombi, oder? Terroristen geht es um die Vergangenheit. Narcos um die Zukunft. Was haben sie gemeinsam? Reviere und frisches Blut. Sie ziehen die Jugend an. Ihnen gehen nie die Rekruten aus. Hm. Das Gras ist höher und bietet mehr Deckung. Duck dich und sei unauffällig. Naja, ob sie trotzdem so getarnt sind. Oh, was passiert? Warte, Aktivität. Komm näher. Kleine Patrouille. Direkt vor uns. Also aufstehen ist keine gute Idee. Versteck die Waffe, Gas. Versuche, ihre Wege vorauszuahnen. Dein Ernst? Wenn du ausweichen musst, dann langsam und ruhig. Keine schnellen Bewegungen. Nicht bewegen. Das wird knapp. Irgendwie wusste ich das. Warte, Aktivität. Komm näher. Bleib mal hinter dir. Scheint es richtig gelegen zu haben. Direkt vor uns. Versteck die Waffe, Gas. Versuche, ihre Wege vorauszuahnen. Bleib hinter dich, wenn du ausweichen musst, dann langsam und ruhig. Keine schnellen Bewegungen. Ob das was wird? Nicht bewegen. Das wird knapp. Gott, sind die blind. Warte, da sind noch zwei. Benutze dein Thermalvisier. Sehe sie. Schalte ihn aus. Ich nehme den anderen. Ausgeräuchert. Wir haben's noch drauf. Wir können weiter. Also hinter Price sich verstecken. Yes, das Gebäude voraus. Draußen ist niemand. Aber drinnen vielleicht. Prüfe das Gebäude mit deinem Herzschlagsensor. Cool. Sicher, drin ist nichts. Roger,
In Bewegung bleiben. Bis weit laufen. Okay. Nett. Der Akkustatus da unten. Offenbar sind sie stehen geblieben. Nicht angreifen. Da kommen wir unbemerkt vorbei. Er bewegt sich wieder. Kein Sichtkontakt. Verstanden. Ich halte nach ihm Ausschau. In Bewegung bleiben. Geh voraus. Baumgrenze voraus. Rüber da. Sobald man aufsteht, wird man sofort entdeckt, ey. Die Bäume bieten uns bessere Deckung, aber bleib aufmerksam. Der Truck mit dem Container ist hier. Sie könnten ihn ins Lagerhaus entladen. Mehrere Bewaffnete im Bereich. Bestätigt. Watcher. Watcher hört. Wann kann man sowas denn mal gemacht? Schon oft, Sergeant. Da hast du noch Windeln getragen. Bleib fair, Kate. Er ging bestimmt schon aufs Töpfchen. Stimmt bis heute. Wir sehen uns deinen Tarnanzug an, wenn das vorbei ist. Deinen aber auch, Captain. Gerne. Das kommt alles in meinen Bericht, Jungs. Dass man in so einer Situation noch Platz machen direkt kann. Hinter diesem Kamm haben wir Sicht auf das Hauptgebäude. Wenn die Raketen hier sind, könnten sie da drin sein. Bewegen uns entlang der Windräder auf den Kamm zu Laswa. Gut. Ihr nähert euch den Hauptgebäuden. Vom Hügel aus könnt ihr sie sehen. Das Wetter ist auf unserer Seite. Nebel, schlechte Sicht. Das und die Tarnanzüge sollten uns verborgen halten. Vorerst ja. Hauptgebäude gesichtet. 400 Meter auf 1 Uhr. Verstanden. Finde einen Platz im Gras. Dann schauen wir mal, wer da ist. Na gut, ich bleib hier. Klemm dich hinter dein Visier und erkunde die Gegend. Heilige Scheiße, Captain. So viele Ziele. Oh ja. Bestätigt. Hier wimmelt es von Kartelleinheiten. Nicht schießen. Greif erst an, wenn ich die Entfernung weiß. Hm. Watcher, wir sind bereit. Schaltet von dort so viele wie möglich aus. Fangt mit den Verstreuten an. Verstanden. Dann los, Sir. Nach dir. Den Verstreuten? Den hier zum Beispiel. Es ist nur er. Kompensiere 3,5 Striche für Geschossabfall. 3,5? Das ist so. Volltreffer. Netter Schuss. Okay. Wachsam bleiben. Sie dürfen die Leichen der anderen Patrouille nicht finden. Er ist ganz allein. 3,5 Striche für Geschossabfall. Das war's für ihn. Vorzeitiger Ruhestand. Er ist allein. 3,5 Striche. Ein Todesfall. Mieser Tag im Büro. Er ist ganz allein. 2,5 Striche. Abgekratzt. Gut geschossen. Es ist nur er. 3 Striche. Das Kartell beißt ins Gras. Ist noch cool. Ein toter Narko. Das sind Zivilisten. Sie sind nicht bewaffnet. Okay. Was haben Zivilisten hier zu suchen? Dieser Brutplatz ist in Betrieb. Jemand muss die Fische füttern. Er ist allein. 3,5 Striche. Sauberer Treffer. Schlechter Tag, um ein Narko zu sein. Er ist ganz allein. 3,5 Striche. Warte auf meine Entfernungsangabe und halte vor dein Ziel, wenn es sich bewegt. Okay. Noch jemand allein? Ah. Es ist nur er. 3 Striche.
das Ziel. Er ist am Boden. Das war's, oder? Ich hab seinen Freund. 3,5 Striche. Erwischt. Guter Scheiß. Auf dein Zeichen. 3 Striche. Hab ihn. Wir haben's noch drauf. 2 andere können ihn sehen. Such eine Stelle, um 2 mit einer Kugel auszuschalten. Okay. 2 andere sehen ihn. Such eine Stelle, um 2 mit einer Kugel zu treffen. Er ist in Sichtweite von 2 anderen. Kannst du die Stelle wechseln und 2 auf einmal treffen? Oh, da muss ich ein Stück schlafen. Moment. Ja, oder? Alles bereit. 3 Striche. Na, bei der Arbeit einfach umfallen. Verdammt guter Schuss. Schalte 2 auf einmal aus. Ich nehme den anderen. 4 Striche. Echt? Er ist am Boden. Sie ziehen sich zurück. Bei Scharfschützen müssen sie in Deckung gehen. Schütze eliminiert. Ich hab verkackt. Boah. Sie feuern Mörser. In Bewegung bleiben, Sergeant. Gleich. Neue Position, aber bleib in Deckung, Gas, oder sie sehen dich. Hab's verkackt. Schießen und bewegen, Sergeant, aber halte Abstand. Getroffen. Ach ja. Müsst ihr so rumlaufen? Schütze eliminiert. Ach komm. Oh, Mörserbeschuss. Wo schießen die denn noch? Da. Er ist am Boden. Welch? Ah. Einer rennt noch rum. Mörser-Teams ausgeschaltet. Gute Arbeit, Sergeant. Ja, ja. Danke gleichfalls. Wir sind sicher. Zeit nach unten zu gehen und einen Weg hineinzufinden. Ich gebe dir Deckung. Gehen wir zusammen. 2 sind besser als einer, nicht wahr? Negativ. Du brauchst Deckung und ich bin der bessere Schütze, Sergeant. Los jetzt. Roger. Verstanden und bestätigt. Achtung, ich erkenne keine Aktivität. Wenn Sie Raketen transportieren, sind Sie entweder schon lange weg oder irgendwo in diesen Gebäuden. Moment. Gas, von der Rückseite des Gebäudes kommen Fahrzeuge in deine Richtung. Sie
Sie haben dich wohl nicht gesehen. Sei vorsichtig. Wette mit euch, wenn man alle killt, ohne gesehen zu werden, kommt schon eine Trophäe. Sie verlassen die Fahrzeuge. Sie finden dich nicht, wenn du dich nicht bewegst. Wenn du auf ein Feuergefecht aus bist, wirst du es bekommen. Sie tragen Panzerung. Ziel auf den Kopf, wenn du angreifst. Vorsicht, es gibt nicht von drei anderen. Vielleicht gehen sie auseinander. Bleiben wir hier. Mal schon mit meiner Kamera heute echt nicht. Könnt gehen. Bleiben die jetzt stehen? Komm, geh die mal. Aber nicht gut getarnt. Guck mal, Herzschlagsensor. Also weil es blöd ist, der einfach nur rumsteht. Na gut. Das ist auch für mich. Gehen wir erstmal an das Vorderradslager, glaube ich, war's. Bin durchs Tor. Verstanden. Finde einen Weg hinein. Wir müssen wissen, ob Raketen in diesen Gebäuden versteckt sind. Mal Eingang finden. Hier. Oder nicht? Da sollten dir die Oberhand geben. Sprichwörtlich. Da sind einige drin. Gab's das nicht schon mal? In die Lüftung. Setze Tränengas ein. Bereithalten, Captain. Okay, bin bereit. Granate, auch Granate, Tränengas. Er ist alarmiert. Oh. Schütze eliminiert. Du wusstest aber sofort, wo ich bin, oder? Getroffen. Alter, was ist hier aushalten mit ihrer Panzerung? Ganzes Magazin, Junge. Er ist am Boden. Was ist das?
Schütze eliminiert. Getroffen. Das Dach leckt. Das Lagerhaus ist gesichert. Schütze eliminiert. Dieser Container ist da drin. Überprüfe ihn und durchsuche das Lagerhaus nach Hassans Raketen. Hier ist ein Container. Er ist am Boden. Heilige Scheiße. Das ist definitiv ein Außenposten des Kartells. Was siehst du? Bei ihm. Tonnenweise Drogen. Das Lagerhaus ist voller Waffen, Pillen, Rohstoffe. Hassan hat tiefe Verbindungen zum Kartell, aber es geht nicht um Drogen. Wir müssen die Raketen finden, wenn sie hier sind. Gas, pass auf. Gepanzerte Patrouillen nähern sich vom anderen Gebäude. Es scheinen 5 zu sein. Benutze deinen Herzschlagsensor und schalte sie durch Kopfschüsse mit deinem Schalldämpfer-Scharfschützengewehr aus. Muss aber näher rein. Okay, sie ist schon alarmiert. Einer weniger. Na, scheiße, da kommen sie. Das macht 2. Ja, du machst das schon. Drei erledigt. 4. Ihr macht's mir gerade sehr einfach. 5. Zählen kannst du. Wirst du jetzt etwa frech? Ich mach nur Spaß, Captain. Wir sollten lachen, solange wir es noch können. Konzentration, Jungs. Wir haben es mir jetzt einfach gemacht. Komm mir nicht mit Mem. Ich bin immer noch schneller als du. Kein Kartell mehr im Gebiet. Alle tot durch plötzliches Loch im Kopf. Ich will wissen, ob es dort Raketen gibt. Überprüf das nächste Gebäude. Mach doch mal keinen Gleiches Stress. Spiel, Gas. Du kannst reinstürmen, die Oberlichter nutzen oder Tränengas einsetzen, um sie in die Flucht zu schlagen. Meinst du, sind noch welche drin? Oh ja. 2, 4, 6, 8, 10, 12 Leute. Guck mal, das Oberlicht. Meinst du? Oh? Anna wollte nicht raus. Bruthaus ist sicher. Keine Container, die groß genug für eine Rakete sind. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ist noch nicht sicher. Seh dich um, vielleicht findest du was. Okay, bin dran. Fast zum Henker. Hier stinkt es bestialisch. Es ist eine Brutfabrik für Fische. Jetzt weiß ich, wieso du mich allein losgeschickt hast. Achtung, das hier ist nicht wie der andere Raum. Hier gibt's wirklich Fische. Nur noch 2. Feier. Aber wo? Watcher on Gas. Hast du was gefunden? Ja. Hab was gefunden. Was? Blaupausen. Hinter diesem Ort steckt mehr als vermutet. Da sind Tunnel unter dem Leuchtturm.
jetzt zum Leuchtturm. Wir treffen uns draußen. Verstanden. Da war ja klar, dass es zum Leuchtturm geht. Aber irgendwie zeigt mein Herzschlagsensor noch Leute an. Oh. Bei den Fehlern der Matrix zu sein. Da hinten. Oh, ganz schön weiter Weg. Sehr weit. Oh. Zwei andere können ihn sehen. Such eine Stelle, um zwei mit einer Kugel auszuschalten. Oh. Selbe Spiel noch immer. Immer erstmal den Einzelnen. Ist allein. Zweieinhalb Striche. Ziel auf den Kopf. Ach du Scheiße. Im Ernst, Kyle, warst du in der letzten Zeit mal beim Augenarzt? Nein. Wachsam bleiben. Sie dürfen die Leichen der anderen Patrouille nicht finden. Es ist nur er. Zwei Striche. Ziel auf den Kopf. Eliminiert. Sein Tag ist vorbei. Okay. Er ist in Sichtweite von zwei anderen. Das ist schlecht. Wenn man denn der alleine ist? Ja, hier. Er ist ganz allein. Zweieinhalb Striche. Das war's. Nicht übel. Geduld, Sergeant. Mehrere Kartellwachen können ihn sehen. Vielleicht teilen sie sich noch auf. Du nimmst einen, ich den anderen. Zwei Striche. Nicht ihn hier. Hab ihn getroffen. Saubere Schüsse. Er ist in Sichtweite von zwei anderen. Zwei andere sehen ihn. Such eine Stelle, um zwei mit einer Kugel zu treffen. Geduld, Sergeant. Mehrere Kartellwachen können ihn sehen. Vielleicht teilen sie sich noch auf. Zwei Striche. Ziel auf den Kopf. Hab ich da den anderen? Er ist in Sichtweite von zwei anderen. Jetzt? Ihr Kumpel ist weg. Du ein, ich ein. Drei Striche. Eliminiert. Wir haben's noch drauf. Er ist allein. Zweieinhalb Striche. Hab ihn. War knapp. Das Las Almas Kartell hat offene Stellen. So, links haben wir jetzt alle. Bleiben noch die hier. Du nimmst ihn. Ich den anderen. Warte, er bewegt sich auf eine Gruppe zu. Der andere ist weg. Er gehört dir. Zweieinhalb Striche. Mist, er hat einen Schuss gehört. War ja auch zu einfach. Sie ziehen sich ins Innere zurück. Auf die Fenster achten. Ach Mann. Getroffen. Fenster achten. Sir, sie schießen zurück. Ruhig bleiben. Position halten. Es ist wirkungslos, sie sehen uns nicht. Laswell, das Kartell feuert blind auf uns. Du rückst zum Fuß des Leuchtturms vor. Ich gebe dir von hier Deckung. Wieder mal verkackt. Ah, ich bin wieder dran. Natürlich. Beim ersten Mal warst du so gut. Bravo an Watcher. Sergeant Garrick rückt zum Leuchtturmgebäude vor. Gehen wir mal zum Leuchtturm. Das ist dein Cardio-Training für heute, Kyle. Kann man so sehen. Gas. Auf der Straße da unten tut sich was. Natürlich. Sie halten an und steigen aus. Versteck die Waffe, Gas. Guck mal, hier war doch rüber.
Natürlich laufen die genau zu mir, ey. Captain, diese Typen sind nicht vom Kartell. Raswell, hörst du das? Bestätigt. Gas, sprechen Sie Arabisch? Ja oder weiß nicht. Oh ja. Ja. Al-Katala, das sind Hassans Männer. Wir sind bei der richtigen Adresse. Oh. Der Linke kommt. Schlecht. Dreh um. Ah, links von mir. Ihr ahnt gar nicht, wie der PS5-Controller gerade so richtig abgeht. Immer weiter rechts. Okay, die laufen da hinten rum. Na denn. Ihr hättet jetzt zweimal Glück gehabt. Also ganz schön lange Mission, ja, im Vergleich zu den ersten Missionen. Bitte hier. Okay. Nimm erstmal das linke. Garage. Da habe ich ja schon einen erledigt gehabt. Price eigentlich. Da wieder gepanzert. Aber wir spielen noch einmal. Dach leckt. Wie dachte ich mir, dass die jetzt auch wieder kommen? Die hat er schon. Okay. Warum braucht Price mich eigentlich, wenn er sowieso fast alles alleine macht? Rennt hier noch einer rum? Getroffen. Garage sicher. Hallo. Durchsuchen. Schütze eliminiert. Ich hab was. Kisten und Koffer. Alles russisch. Was ist drin? Sie sind leer. Frisch ausgepackt. Russland lecker. Unterstützt den Iran. Vielleicht helfen Sie Hassan auch direkt. Das wird immer größer, John. Die Gebäude gegenüber sind noch bewacht. Sichere sie und such den Eingang zu diesen Tunneln. Okay, bin dran. Ah, die Scheiben kannst du möglicherweise nicht kaputt machen. Beziehungsweise reingucken. Unterkunft.
hau übers Dach. Natürlich. Auf dem Dach. Brauche Deckung. Was ist denn das? D4. Oh. Wie jage ich das hoch? Na, auf den Kopf. Danke. Kann auch drauf schießen. Nerven ganz schön mit ihrer Rüstung. Mein Gott, was sieht das euch aushalten, ey? Bleibt durch hier rum. Hier oben, Arschloch. Kein Tränengas mehr. Das Dach. Was das? Innenraum sicher. Wo sind die jetzt rausgekommen? Ach, hier. Ah, hier ist noch einer. Das reinste Schmugglerparadies. Was siehst du? Tote Feinde und unzählige Pakete voller was auch immer. Drogen vermutlich. Raketen. Negativ. Sieht nach Wohnbereich aus. Bleib da, Gas. Ich stoße zu dir. Wir müssen einen Weg in diese Tunnel finden. Endoskopkamera. Wow. Wissen wir jetzt auch Bescheid, dass es das gibt. Ich glaube, Price ist da. Komm mal rein, Gas. Nicht feuern. Verstanden. Suche einen Weg in diese Tunnel. Vielleicht hinter irgendwas an der Wand oder im Boden versteckt. Findet den Tunneleingang, Jungs. Die Schalter? Such weiter. Der Tunneleingang muss hier irgendwo sein. Such an den Wänden. Ich prüfe den Boden. Okay. Wieder hier gedacht. Such an den Wänden. Oh, ist hier. Ich hab hier vielleicht was, Captain. Hilf mir mal, okay? Ich schiebe, du ziehst. Okay. Kate, wir haben den Durchgang. Gute Arbeit. Sieh dir das an. Jackpot. Zur Info. Boote nähern sich meiner Position. Brauchst du Hilfe? Könnten Fischer sein. Haltet euch an die Mission. Mir nach. Steige hinab. Kartelle lieben Tunnel. Im Gegensatz zu mir. Alter vor Schönheit, Captain. Ganz schön weitläufig. Muss zum Wasser führen. Kate, ich bin in den Tunneln. Sie führen zur Küste. Alles okay? Die Boote nähern sich weiterhin. Bisher kein Ärger. Das gefällt mir nicht, Kate. Das gehört zum Geschäft, John.
Du solltest nicht allein da draußen sein. Bin ich nicht. Ich bin bewaffnet und gefährlich. Ende. Wie denn auf einmal her? Warn mich doch das nächste Mal, Bryce. Sicher. Endstation. U-Boot. Nee. Sieh dir das an. Doch. Ein U-Boot. Was zur Hölle? Kartelle nutzen sie für den Transport. Da passt eine Rakete rein. Gerade so. Aber das Ding schafft's nie über den Atlantik. Kate, wir sind in einer Höhle direkt vor der Küste. Keine Wachen, keine Raketen. Verstanden. Bin direkt gegenüber. Ich hab hier Probleme, John. Okay, wir kommen. Gas, richte deine Waffe aufs Meer. Was ist los? Boote nähern sich. Sieht aus wie Alcatala. Sie haben Waffen. Kontakt! Greife an! Kate! Scheiße! Sie entern! Kate! Kate! Laswell! Fuck! Scheiße, ich sehe nicht, was da los ist! Sie haben sie umzingelt! Kein Ausweg! Alcatala ist an Bord! Sie wollen das Boot oder mich! Noch alles weg! Noch alles weg! Wo der Boot wieder öffnet! Ende, Lenny, stopp, lass! Kodoha! 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 Ist schlecht. Nehmt eure dreckigen Hände weg! Laswell! Laswell! Sie ist auf dem Alcatala-Boot. Sie entführen sie! Sie haben sie, Captain. Sie haben Laswell. Wir müssen verschwinden und mit Shepard reden. Na los! Wir müssen Laswell zurückholen. Los geht's. War eine lange Mission. Ein Lebenszeichen. Woher stammt das? Usikstan. Da. Sie fahren nach Osten. Vermutlich nach Al-Masra. Sind sie im Untergrund, verlieren wir sie. Wir führen das Team an. Das werden sie nicht tun, John. Wiederholen, General. Das ist ein Tauziehen, Jungs. Wir müssen zurück, nicht nach vorn. Seit wann? Seit jetzt. Wir schicken nicht gleich die Kavallerie. Diese Dinge brauchen Planung und Vorbereitung. Diese Dinge brauchen Gewalt und Timing. Ich kann beides. Kates Leben rennt euch eine Sanduhr. Ich weiß, Sie sind sauer, Captain. Es war auf Ihrer Mission. Und das ist schwer zu akzeptieren. Sollen wir Sie etwa aufgeben? Ich sage nur, ich kann Ihnen nicht helfen. Aber ich halte Sie auch nicht auf. In 12 Stunden ist sie zurück. Sterben Sie nicht, John. Laswell würde das nicht wollen. Und ich auch nicht. General, ich dachte, Kate wäre eine Freundin. Krieg kennt keine Freunde. Er kennt nur Feinde. Viel Glück. Wir kämpfen gegen Alcatala in ihrem Revier. Da werden Hunderte sein als Wachen für Laswell. Es fehlt eine Armee. Die kann ich besorgen. Ach hier. Da war am Ende von Teil 1 dabei. Das ist klar. Commander, Alcatala ist. Ach hier. Okay, ich sehe sie. Fahrer. Du fährst zum Sammelpunkt. Wir sehen uns da. Ja, ma'am. Captain, die Zeit ist reif. Roger. Landung in 1. Teil 1. Ich dachte schon, dass sie auch noch mal vorkommen. Nick, Konvoi ist unterwegs. Das geht los. Verstanden. Der Landezone. Gut. Bring ihn runter und warte. Gas, du bleibst im Heli zur Überwachung. Wir arbeiten uns vor. Roger. Ich schaff euch Platz. Holen wir Laswell.
für die Hilfe. Wir haben einen gemeinsamen Feind. Und einen Freund in Not. Bereit? Alles bereit. Wir sehen uns auf der Straße. Alle Stationen. Wir sind unterwegs. Bestätigt. Verstanden. Nick, grünes Licht. Achtung, es geht los. Punkt Jack. Empfange. Jack. Laut und deutlich. Der Alcatala-Konvoi hat uns passiert. Wir hängen uns an ihre Fersen. Bestätigt. Nick, nutze die Schlucht als Deckung. Sie haben nur eine Chance, Laswell zu retten. Roger. In welchem Fahrzeug ist sie? Alcatala hat sie in einem schwarzen SUV im vorderen Teil des Konvois. Zuerst greifen wir die Begleitfahrzeuge an. Dann sichern wir Laswell, bevor Akku die Grenze erreicht. Okay. Achtet auf eure Ziele. Auf der Straße sind auch Zivilisten. Kämpfen. Wir sind in Reichweite. Alle Einheiten, Feuer frei! Jetzt wissen Sie Bescheid. Wir sind am Boden. Weiter vorrücken. Ich tue es nicht. Was du schaffst. Überall Bäume. Feuer, schießt voraus. Akku im Pickup. Absichtkontakt. Damit kommt die jetzt. Ich hab einen vermisst. Der Panzer ist gepanzert. Ziel auf die Kopfkarte. Hab sie ausgeschaltet. Gute Schüsse, Sergeant. Ich kann mich bewegen, Leute. Schaut mal fest. Er wird schießen. Schalt ihn aus. Waffe ausgeschaltet. Verdammte Scheiße! Vorrücken! Immer mit ihrer Panzerung, ey. Pass mein Pickup auf! Verbündete an Bord! Verschaffe uns etwas Freiraum, Fahrer! Genau wie früher, Captain! Jaguar! Es ist mein Feuerlassar! Nein! Was zum Teufel? Perspektive. Aua. Hör, kann ich nicht. Du musst dich losschneiden. Ich bin frei. Zurück in den Kampf, Sergeant. Der Konvoi hängt gut ab. Wir müssen uns beeilen. Er fällt runter. Aha. Hab ich einen Schritt zu viel gemacht. Passiert. Zurück in den Kampf, Sergeant! Der Konvoi hängt uns ab. Wir müssen uns beeilen. Oh, jetzt hab ich Spaß. Alle Einheiten! Ich habe ein Fahrzeug. Der Akku-Konvoi ist noch in Sicht. Verstanden, Gast. Töne weiter die Herde aus und dring zu Laswell vor. Was für ein Riesenkonvoi ist das eigentlich? Was ist deine Position?
Freunde wurden gerade getroffen. Wir sind bekämpft mit ihren Tanken. Konzentriere dich auf den Feind und die Belastwellen. Da bremst in der Autobahn getroffen. Deswegen ist er einfach mal langsamer geworden. Nick, was siehst du? MFG voraus! Aber... die mit ihrer Panzerung gefällt mir. Weiter morgen jetzt! Mehr lange. Das nimmt überhaupt kein Ende hier. Verfolge den Konvoi nach Norden. Verstanden. Bleib an ihnen dran. Wir kommen zu dir. Jetzt, Nick. Meine Speer melden eine Akustrassensperre voraus. Bestätigt. Ich sehe sie. Du wirst sie rammen müssen. Im Auto. Durchbrechen. Töte so viele wie möglich. Machen wir ihnen Angst. Oh. Das war unglücklich. Sergeant, nimm ein neues Fahrzeug. Bitte nicht, Jungs. Nick, ich bin durch. Achtung, auf der Straße von dir ist was los. Lass den LKW nehmen. Was zur Hölle ist das? Ups. Bleib an ihnen dran, wir kommen zu dir. Yes, Nick. Meine Speer melden eine Akustrassensperre voraus. Bestätigt. Ich sehe sie. Du wirst sie rammen müssen. Durchbrechen. Töte so viele wie möglich. Machen wir ihnen Angst. Bitte nicht, Angst. Nick, ich bin durch. Aber nicht so viel Schaden. Achtung, auf der Straße von dir ist was los. Was zur Hölle ist das? Akku setzt Minen auf der Straße ein. Was? Das sind Zivilisten, Nick. Sergeant, nimm ein neues Fahrzeug. Dafür wird Akku brennen. Ich bringe Streichhölzer mit. Minen voraus, Sascha. Nimm ein neues Fahrzeug. Ich sehe nicht mal ein neues Fahrzeug. What? Das sind Zivilisten, Nick. Sascha, nimm ein neues Fahrzeug. Dafür wird Akku. Minen voraus, Sascha. Ich bringe Streichhölzer mit. Der Wagen auf einmal beschleunigt. Ganz allein, ohne dass jemand drinnen soll. Das sind Zivilisten, Nick. Sergeant, nimm ein neues Fahrzeug. Dafür wird Akku brennen. Wir haben ein neues Fahrzeug. Ich bringe Streichhölzer mit. Alter. Beschleunigt der. So ein Quatsch. Der Wagen macht gleich Pump. Was soll ich machen? Ich kann kein neues Fahrzeug nehmen, weil keins da ist. Das sind Zivilisten, Nick. Sergeant,
Dafür wird Akku brennen. Das war jetzt echt dumm. Ist ganz schön. Das sind Zivilisten, Nick. Oh. Sergeant, mal von mir. Dafür wird Akku brennen. Bienen von uns, Sergeant. Ich bringe Streichhölzer mit. Der Checkpoint ist echt doof. Wieso wirst du langsamer? Zivilisten, wir müssen diesen Truck ausschalten. Du nährst dich dem Lande mit den Minen. Bestätigt. Alter, das ist gemein. Minenproblem ist gelöst. Am Ort. Mein Gott, muss ich ausweichen. Dieser Konvoi auch irgendwann mal ein Ende. Ist ein bisschen alle Einheiten, was ist euer Status? Nicht schießen, Sergeant. Ich bin im Truck hinter dir und dabei zu überholen. Bin gerade an der Straßensperre vorbei. Gas! Captain! Alcatala hat Verstärkung. Du brauchst mehr Feuerkraft. Hüpf rein, Sergeant. Los geht's! Schön, dich halt wiederzusehen. Nimm den Granatwerfer. Was? Granatwerfer? Wo? Kein Granatwerfer. Sergeant, der Granatwerfer gehört dir. Nimm ihn. Wo denn? Da. Schweres Kaliber, Captain. Was jetzt? Wir kommen Leswell näher, also ändern Sie Ihre Taktik. Inwiefern? Wir haben Sie gejagt. Jetzt jagen Sie uns. Sollen Sie nur. Sollen Sie es versuchen. Da hinten. Das ist Pfarrer. Wir sind komplett. Bringen wir es zu Ende. Captain, Alcatala kommt uns entgegen. Sie versuchen, uns einzukesseln. Das werden wir verhindern. Sie kommen. Para, aufpassen. Und in die Gas, greif sie mit dem Werfer an. Verstanden. Bin dran. Direkter Treffer. Guter Schuss. Gezielt, Gas! LMG, rechte Seite! Warte noch! Jetzt sind wir alle mit vorbei! Hab ihn erwischt! Ein paar mehr Schüsse gebraucht. Gut gemacht!
landläufig nach links ab. Wir nehmen eine Abkürzung zur Grenze. Verstanden, Nick. Halt an ihm dran. Passt hinten auf. Ausschalten. Lara, bleib dran. Wir sind bei euch. Feuer weiter auf diese Fahrzeuge. Oh, dann fahrt doch mal ordentlich. Lass das uns! Verlier sie nicht, Nick! Sechs Hände! Apus beste Soldaten! Dann Granatenwerfer Munition! Wir kommen näher! Wir müssen uns verteilen! Gerst, schnapp dir ein Fahrzeug! Wir greifen sie von allen Seiten an! Okay. So ein bisschen näher anfahren. Ha! Das ist eine Mission. Echt. Hey, beherrsch dich. Schlag geladen, okay? Mein Gott, also die Mission könnte ruhig ein bisschen kürzer sein. Das ist ein bisschen übertrieben, was für eine riesen Konvoi sein soll. Akku setzt vor uns Bombendrohnen ein. Verstanden, Nick. Wie ist Akku an Bombendrohnen gekommen? Major Hassan! Ihr Genug in Tippu! Ein Abel Besama! Ayuda Al-Qaida! Ich sehe sie! Direkt vor uns! Schaltet nicht mehr aus, sonst sind wir geliefert! Wollen wir noch vor? Yes, der Drohnenpilot ist hinten auf dem Laster! Und Pilot erwischt. Na, Glück. Alles verstanden. Als ob der noch lebt. Ist hier eigentlich auch nochmal zu Ende, oder? Achtung, feindlicher MTW vor uns. Wir haben nicht genug Feuerkraft für einen MTW. Geh nah ran. Wenn du bereit bist, lenke ich das Feuer auf mich, damit du rüber kannst. Verstanden. Okay. Ui. Ja, und Minen noch. Verdammter Mist! Weiter geht's, lass dich nicht treffen! Ich bin in Position! Okay, mach dich bereit! Jetzt, Charger! Steig auf den MTB! Ich muss noch ein bisschen besser positionieren. Oh. Nein. Ich bin kurz gesprungen. Verdammt! Achtung, feindlicher MTB vor uns! Wir haben nicht genug Feuerkraft für einen MTB! Geh nah ran! Wenn du bereit bist, lenke ich das Feuer auf mich, damit du rüber kannst!
Verstanden. Kann er hier den Staub wegmachen? Alter. Die Kamikaze-Typen immer. Ein Familientreffen. Sieht so aus. Fahrer. Nette Moves, Laswell. Gleichfalls. Ihr alle. Wir sind in Almasra. Hier ist es nicht sicher. Abmarsch. Der Kapitän hat recht. Irjal al-Hadud. An der Bekämmel al-Hrasa. Das war eine Rettungsmission. Meine Fresse. Fahrer, danke. Das war ich schuldig. Es war ihr andersherum. Dann sind wir quitt. Hoffen wir auf das Glück. Bis demnächst, Captain. Charlene, nicht bleiben im Haus! Es tut mir leid, ich konnte sie nicht... John, ist schon Nein, gut. Das war meine Schuld. Ich hätte sie John, niemals... John, hör auf. Alles gut. Okay. Wir haben größere Probleme. In Spanien gab's keine Raketen, nur die Leitsysteme. Leitsysteme? Wo zur Hölle haben sie die her? Russen. Und wo sind sie jetzt? An den Raketen. Und außer Hassan weiß nur eine Person, wo wir sie finden. La casa de sin nombre? No. Uno de sus lugartenientes. Ein Kartell-Lieutenant. Ganz genau. Du lernst dazu. Meine Quellen sagen mir, alle VIPs in Las Almas werden da sein. Ein paar auf Einladung und andere... Auf Ansage? Ja.
Warum treffen Sie sich? Nosotros. Las Almas, es brennt. Und Sie wollen den Brandstifter. Sin Hombre wird da sein, ja? Keine Garantie. Aber das ist die beste Chance. Nutzen wir sie. Ich habe genug Shadows hier, um das ganze Land zu besetzen. Ich hätte Einwände. Ich meine ja nur, ein Haus ist kaum ein Problem. Wir brauchen Sin Hombre lebend. Dann treffen wir uns mit ihm. Wie? Sie kriegen, was Sie wollen. Infos. Sie wollen wissen, wer hier ist? Bitte sehr. Persönlich. Korrekto. Einer von uns geht rein, findet den Boss und holt ihn raus. Ich tue es. Da drin bist du so gut wie tot, Hermano. Das gehört zum Job. Der Marschflugkörper muss um jeden Preis aufgehalten werden. Ich biete Daten für ein Treffen mit Sin Hombre. Und wenn er da ist, gehört er uns. Órale, tienes huevos, cabrón. Aber alleine gehst du unter. Ich gehe mit. Ich überwache euch. Shadow kreist im Heli über dem Ziel. Alles klar. Sie werden Beweise wollen. Zeig ihnen das. Ruft, wenn ihr mich braucht. Okay, dann machen wir uns startklar. Es ist die Nummer. 1. November, es ist ja bald. Shadows auf Position. Okay, alles bereit hier. Sehe Platz zum Landen auf dem Dach. Check. Zwei Wachen im Blick am Vordereingang. Alejandro, wie läuft's bei dir? Un Vaquero drinnen. Verdammt, hast du das gemacht? Mit Gewalt. Ich sehe Soap. Moment der Wahrheit. Sehen Sie ihn? Ja, jetzt schon. Sie führen ihn ab. Der Junge hat Eier. Hoffentlich packt er es. Er hat Eier. Hermano. Alejandro, wie hast du... Keine Zeit. Hör zu. Gib ihnen da drin gute Infos. Lüg nicht. Sag ihnen alles, was sie wissen wollen, sonst lebst du hier. Ihnen alles sagen? Alles. Mexikanische Spezialeinheiten, amerikanische Söldner, Shadow Company, Philip Graves, die ganze Wahrheit. Sogar deinen Namen? Es este? Sí, señor. Wie heißt du, Iro? Man nennt mich Soap. Also, was ist Soap überhaupt für ein Name? Gehen wir. Ich möchte zu El Sin Hombre. Ah, er möchte gern zum Boss. Du lebst nur, weil du vielleicht Informationen für uns hast. Hoffentlich sind sie gut, Guerrero. Sonst skalpiere ich dir gleich den Iro vom verfickten Kopf. Scher dich aus meinem Aufzug. Das ist mein Haus. Das heißt, du triffst den Boss erst, wenn ich es sage. Halt die Klappe, bis man dich fragt. Und genau in diesem Punkt beende ich jetzt die erste Let's Play Session zu Call of Duty Modern Warfare 2. Ist ein guter Cliffhanger. Und es wird morgen weitergehen. Ich vermute mal, es wird nur noch ein Stream geben. Weil ich denke mal, wir haben jetzt ungefähr die Hälfte geschafft. Und ja, würde mich natürlich freuen, wenn ihr morgen zur zweiten Let's Play Session wieder einschaltet. Hier bei MW2. Bei YouTube wird dann wahrscheinlich beide morgen sein. Ja, aus eurer Perspektive müssten dann beide Folgen heute kommen. Und wie gesagt, nachher noch Stream zu Gotham Knights mit Venom. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr da auch einschaltet. Und bis dahin, würde ich sagen, haut rein. Und schön, dass ihr reingeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Euer Doomsday.